Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schleifenquadrat. Heute in deutlich dezimierter Runde. Mit dabei sind Sven und Kaspar. Und ich, Sebastian, nicht dabei, sind heute aus der Stammbesetzung Thomas Raukamp. Der zieht gerade um. Viel Spaß beim Streichen. In eine mondäne Villa. Ja. Und Stadthausvilla. Stadthausvilla, stimmt. Und der streicht gerade, ja. Wahrscheinlich streicht er gerade irgendwas, ja. Selbst wenn das ausgestrahlt wird, streicht er wahrscheinlich immer noch. Streicht die Segel. Ja. Vielleicht auch sogar das. Das bleibt einfach Rauputz. Fertig. Ja. Ebenfalls nicht dabei ist Stefan Molls, der ist leider krank. Gute Besserung nach Bremen. Ja. Und besser werden die Witze heute auch nicht. Das könnte an der Wärme liegen, die uns die letzten Tage hier beschert wurde, selbst im hohen Norden. Ja, gestern waren 26 Grad um 9 Uhr morgens. Im Büro. Im Büro und auch außerhalb des Büros. Ja. Aber da weht ja immerhin Wind, ne? Das muss man mal dazu sagen. Andere gehen ein. Wir haben hier Wind. Dein Kiel knarrt so ein bisschen. In Kiel, nicht irgendwie. Stell dich ab. Okay. Stell dich hin. Genau. völlig untypisch. Wir haben das Büro quasi auf der Kieler Woche mit Blick auf irgendeinen Freefall Tower und so. Und eigentlich ist schlechtes Wetter, wenn Kieler Woche ist. Jetzt im zweiten Jahr in Folge nicht. Das muss diese Kommt Klimaerwärmung alles nicht von nichts. Nein, das muss Klimaerwärmung sein, ich sage euch das. Ja, zumindest eine Ausprägung davon, das ist, glaube ich, nicht wegzudiskutieren. Auch wenn Wetter nicht Klima ist, das habe ich verstanden, aber. Ja. Gut. Falls ihr also gleich irgendwelche Schlagermusik im Hintergrund hört oder schreiende Menschen, ja, dann liegt das einfach daran, dass die Kieler Woche wieder losgeht. Genau. Wahrscheinlicher ist aber Möwen, denn wir haben ja hier auf einem Vordach. Erleben wir ja immer so im März, April? Ab März sind die ersten Pärchen da. Und ist Geräuschkulisse. Genau, poppende Möwen. Ja. Und dann irgendwann brütende Möwen und dann irgendwann Möwenküken. Genau, ja. Die sind jetzt dran. Die sind jetzt da, genau. Und machen jetzt ab und zu mal so Lärm. Aber das heißt Atmosphäre. Genau, richtig. Und dann geht's. Ja. Genau wie man stinkende Straßen in Berlin ja auch Flair nennt. Ah. Gruß an alle Berliner, die uns gerade hören. Genau, wie kriegen wir eigentlich die Brücke zu vernünftigen Themen? Auf der Kieler Woche ist alles teurer geworden dieses Jahr. Oh ja, das ist eine gute Brücke. Ja. 5 Euro für ein Fischbrötchen. Genau, eigentlich kriegt man hier auf der Ecke so gar nichts für unter 5 Euro. Nee. Was einen irgendwie auch mal, also zwei Sachen. Nicht mal so ein Brot. Nee. Ja. Stockbrot für 5 Euro. Ja, wir haben leider nicht die beste Ecke hier in der Kieler Woche, aber. Ja. Wir sind nah an der Craft Beer Area. Ja, das stimmt. Das ist meine Mittagspause. Wieso sitzen wir eigentlich nicht da? Das darf man bestimmt sagen. Du trinkst natürlich nur alkoholfreies Bier. Der Chef hört das hier gar nicht, ne? Nee, wir sind jetzt schon bei Minute 4 oder so. Bis dahin hat er nicht gehört. Das ist meine Mittagspause aktuell. Dass ich über die Kieler Woche laufe und den ganzen schäbigen Scheiß hinter mir lasse, direkt in die Craft Beer Area stratze und mir damit das ein anständiges Bier genehmige. Ja, noch ohne, dass dann dieses Bühnenschiff, was da liegt, ist dann noch ohne Musik. Das wäre natürlich noch cooler, wenn die schon Mittag spielen würden. Ja, je nachdem, wer da so spielt. Ja, aber hieß es nicht Irish Folk und so war da? So zwischendrin? Ja, aber ich kenne das Programm nicht. Ein bisschen Jazz-Kombo, während man da mittags sitzt, das wäre doch auch ganz gut. Das wäre ganz annehmbar, ja. Gut, aber du wolltest zum Thema Preis, wolltest du irgendwo hinkommen? Ja, genau. Das kann sich ja nur um Apple handeln, nehme ich mal stark. Das kann sich nur um Apple handeln, ja. Ich würde ja grundsätzlich gerne es schaffen, diese leidliche Debatte um Preise für neue Apple-Hardware zu beenden. Aha. Also, ja gut, dann lassen wir das einfach. Ja gut, das hat sich das erledigt. Das war mir jetzt zu einfach. Habe ich mir das nicht gedacht. Okay. Und zwar sowohl mit Blick auf den Mac Pro, der halt einfach mal kosten wird, was er kosten wird. Und Menschen, die Zielgruppe sind, ist das hinreichend egal? Ja, definitiv. Ich habe auch kein Problem mit dem Preis von einem Mac Pro. So, also es ist kein Gerät, das ich mir holen werde. Und wenn, du schriebst ja, glaube ich, in dem ersten Artikel über den Mac Pro auch so schön, wenn sie sich Gedanken über den Preis machen müssen, sind sie nicht die Zielgruppe. Ja. So. Allerdings hat Apple mal wieder relativ ungeschickt, wie ich finde, die Preisdebatte selber angeheizt bei irgendwelchen Zubehörprodukten. Nicht umsonst hieß die letzte reguläre Folge ja auch Goldstandard für 1000. Ja, genau. Man hätte das einfach mit ein bisschen geschickterem Marketing auch einfach
ja, diese ganze Häme, die sich da jetzt ausschüttete, wie ein Bildschirmständer kostet 1000 Euro, das hätte man sich einfach schenken können. Zumal die Präsentation ja an sich, die zwei alles voll genug, man hätte einfach weglassen können, also nicht erzählen müssen. Ja, ja. Gut, dann wäre es hinterher, wenn die Leute den bestellt hätten, noch so ein kleiner Aufschrei gewesen, aber nicht so groß, wie es jetzt auf der Bühne quasi war. Ich glaube, das wäre ausgeblieben, weil auch das ist den Leuten einfach völlig egal. Die meisten kaufen das Ding ohne, sowieso ohne den Ständer. Ja, ja, genau. Die haben das Setup eh. Ja. Das brauchen die nicht. Ich glaube halt, für den Preis wird das der seltenste, raste Monitorständer der Welt werden, denke ich. Und auch das hat Apple noch ein bisschen zusätzlich befeuert, denn es gab ja noch an dem Abend, gab es ja erste Fotos aus der Hands-on-Area und da hatten sie ja auch einen Tisch reserviert, auf dem nur dieser Ständer stand. Ja, genau. Was da, also das verstehe ich auch, dass das irre wirkt. Wenn man ein Foto sieht, als normal denkender Mensch ein Foto sieht, wie, keine Ahnung, 30, 40 andere Menschen um diesen Ständer herum diesen Ständer fotografieren. Ich verstehe, dass das... Es wird doch schön verglichen mit dem Monolithen aus Odyssee 2001. Genau. Ein toller Vergleich. Und ich verstehe das voll und ganz. was dabei den meisten entgangen ist, ist, dass Apple da eine AR-Anwendung drauf hatte. Und du konntest dir, also du konntest halt mit der, ich weiß gar nicht, ob es eine App war oder ob es eine Webseite war, aber du konntest dir halt in AR, also diesen Ständer betrachten und hattest dann in AR quasi so eine Explosionszeichnung von dem Display mit verschiedenen Elementen und Schichten und sowas da. Das wiederum stelle ich mir super geil vor, aber es sieht halt aus wie 50 Idioten, die um so einen Ständer rumtanzen. Ja, und das hätte auch vorher immer jemandem auffallen können, finde ich. Also das ist so ein bisschen, wir leben bei der Produktion vom Heft in so einer kleinen Blase. Ja. Und ich glaube, Apple lebt in Vorbereitung auf so einer Keynote auch in so einer kleinen Blase. Die haben alle ihre Smartphone vors Gesicht gehalten, als das erste Mal dieses AR-Funktion da bedacht war und haben gesagt, geile Aktion, machen wir. So, ohne sich mal einen Schritt zurück so hinzustellen, zu denken, wie sieht das denn eigentlich aus? Und wirkt das vielleicht beim Ständer für 1000 Euro so, wie wenn wir den jetzt extra stolz da hinstellen? Naja, da ist Apple seinerzeit mal wieder voraus und wenn AR jetzt mehr wird, dann werden wir viel mehr Idioten rumlaufen sehen. Handy vor der Nase. Ja, oder irgendwelche Brillen oder so. Ja. Gut, aber du wolltest das Thema relativ schnell abfrühstücken. 1000 Euro für einen Ständer ist zu viel, marketingtechnisch ein bisschen doof gewesen und ja. Aber sie wussten es ja. Also das hat man daran erkannt, dass die, wie hieß sie? Die junge Dame, die das vorgestellt hat, das Thema ganz schnell abhandelte. Dass sie da ja schon, während sie auf dem Weg von der Bühne war, ja noch einmal diese Slide da kurz vorgetragen hat und weggeklickt hat. Und dann ging, genau. Mich gibt's nicht mehr. Ja, genau. Von daher, sie wussten ja, dass das irgendwie, da hätte man es wenigstens als vernünftigen Gag verpacken können. Man hätte noch einen Mic-Drop machen können, so, weißt du? So, hier, ja. Der Ständer kostet 1000 Euro, Batz. Ja. Ja, wissen wir denn jetzt eigentlich, ob der Monitor, wenn ich den einfach so kaufe ohne Ständer, ob da jetzt so ein Plastik 0815 Ding dabei ist oder an so ein Ersatzständer? Oder muss ich wirklich, wenn ich den nicht an die Wand hängen möchte, wissen wir immer noch nicht, oder? 9to5 Mac war es, glaube ich, oder Apple Insider, aber auch die einzigen, die berichtet haben, dass da irgendein Ständer dabei sei, nach wie vor. Apple hat dazu nichts bisher gesagt. Ich gehe davon aus, dass man tatsächlich einfach nur das Display in der Schachtel bekommt. Okay. Wir werden es hoffentlich durch Testgeräte dann sehen und euch dann auch nochmal berichten, wenn wir dann den Mac Pro tatsächlich besprechen. Da spekulieren wir so ein bisschen drauf, ja. Ja, ja. Aber da wird dann wahrscheinlich auch ein 1000-Euro-Ständer dabei sein. Wobei, wir werden es sehen. Möglich, ja. Möglich. Was auch noch so ein Preisthema ist, ist das Display. Ja. Wo alle sich aufregen, dass es so unfassbar teuer wäre. Und ja, das stimmt auch, weil es irgendwie nicht, selbst für Apple ist es einfach ein teures Stück Hardware. Aber auch da ist es dieses Zielgruppenthema. Ja. Weil normale Menschen brauchen so ein Display einfach nicht. Und Menschen, die auf diese Qualitäten angewiesen sind, zahlen aktuell ein Vielfaches davon. Das hat Apple auch auf der Keynote besser gelöst, weil da ja, wir haben ja auch schon in der vergangenen Ausgabe drüber gesprochen, weil die da einfach mal die Preise so zeigten, die am Markt üblich sind für Monitore, die Ähnliches leisten. So, nicht mal das, was dieses Apple-Monitor-Geschichten-Dings da kann, sondern tatsächlich weniger, aber ungefähr das leisten. Das war ja, glaube ich, 40.000 Euro oder so, oder Dollar. Dollar immerhin, ja. Aber ja. Also das, Geldeinheiten. Ja, das ist ein bisschen wie damals, als der iMac 5K wurde. Und ja, auch einen happigen Preis hatte, allerdings
ein 5K-Monitor damals im Markt teilweise teurer war als mit dem iMac zusammen. Ja. Das hat Apple ja auch so verkauft. So, deswegen war der Preis damals, klang zwar unglaublich hoch, und um ehrlich zu sein, alles, was ein Apfel drauf ist, ist der Preis auch wirklich extrem hoch. Aber bei diesem Monitor, für die, die das brauchen, ist das völlig gerechtfertigt. Ja, Preisdebatte über Apple. Das ist, keine Ahnung, beim Auto beschwert sich, beim Ferrari beschwert sich auch keiner, dass er 100.000 Euro kostet. Ja, ich. Also nicht, dass sie das jetzt. Also nein, nein. Es gibt halt unterschiedlich teure, genau, teure Sachen. Ja, ja, ja. Bei den Pro-Geräten finde ich das. Ich finde halt, beim iPhone und beim MacBook kommen sie langsam in Preisregionen, die schmerzhaft sind, weil das ja auch nicht Pro-Geräte sind. Aber beim Mac Pro, ja, wie gesagt, es wird sich wahrscheinlich von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht 1% diesen Mac Pro leisten, und die werden das für die Arbeit tun, hoffentlich. Und nicht nur, weil sie es können. Und dann ist es ja auch schon wieder eine ganz andere Geschichte. Es ist einfach ein reines Arbeitsgerät, fertig. Bevor wir zu spannenden Themen kommen, können wir noch einmal bei diesem Monitor-Thema bleiben. Denn was sich als Frage jetzt sich wirklich hier aufdrängt, ist: Warum hat Apple nicht noch einen zweiten Monitor vorgestellt? Warum kann ich nicht das 27 Zoll Display aus dem iMac Pro 5K Retina einfach so kaufen? Oder, also auch da, auch das brauchen viele normale Menschen ja schon gar nicht, aber so semi-professionelle Fotografen oder sowas, die könnten davon ja profitieren. Und wahrscheinlich wären die ja sogar bereit, 2.000 Euro dafür zu zahlen oder 2.500 Euro vielleicht sogar. Apple könnte einfach diese verdammten iMacs wieder mit dieser, wie hieß der Modus, hieß der Target-Mode oder so? Ja, genau. Wo ich die alten iMacs als externen Bildschirm nutzen könnte. Wenn das wieder ginge, wäre es doch schon fertig. Die Leute würden doch den iMac einfach als Bildschirm kaufen. Ja, irgendwie ist es nicht gewollt. So, ich weiß nicht warum, aber auch das Thunderbolt-Display damals hat ja durchaus Freunde gehabt. Das hat sich ja auch noch verkauft, obwohl es ja jahrelang nicht aktualisiert wurde, und wurde ja auch sehr bedauert, als das eingestellt wurde. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die Partnerschaft mit LG ist das ja, dass die wahrscheinlich einfacher ist für Apple. Fertig. So. Aber ich meine, also eine Zeit lang ging es ja wirklich technisch nicht, weil über das erste Thunderbolt auf jeden Fall man da nicht genug Pixel rausschieben konnte und die Grafikkarten in den MacBooks auch nicht geil genug waren, um dann noch weiterhin Pro-Leistung zu erbringen und nicht nur beschäftigt zu sein, Displays bunt zu machen. Das müsste aber inzwischen mit Thunderbolt 3, das muss alles gelöst sein. Ich meine, da rutschen irgendwie 40 Gigabit drüber oder was ist das da maximal? Ja, ja. Und die Grafikkarten in den MacBooks. Und meine Güte, wenn ich halt ein Pro bin, dann kaufe ich halt noch für 300 Euro, 500 Euro, was kosten die so eine externe GPU mit dazu. Das ist auch noch gelöst. Das ist, ich verstehe es nicht. Also selbst wenn sie es nicht ans Bein nageln wollen, jetzt wieder Monitore in die Apple Stores, die nicht mehr Stores heißen, zu stellen, dann könnten sie auch wenigstens Software das mit dem iMac-Bildschirm lösen. Zumal sie es ja umgekehrt in die andere Richtung kleine Geräte ja sogar gerade tun. Also mit macOS 10, 15 und iPadOS 13 kann ich ja das iPad als externen Bildschirm verwenden. Ja, und das Ganze kabellos und per Knopfdruck und super einfach. Und ja, eigentlich wäre das, wie geil wäre es, wenn ein MacBook in der Nähe von einem iMac ist und andersrum und dann auch dieses Menü oben auftaucht, so nach dem Motto, hier ist ein Bildschirm, auf den ich mich erweitern kann. Wäre schon super nice. Ich meine, klar, irgendwas müssen sie auch 2020 noch zeigen können. Ja. Aber jetzt gerade machen sie damit irgendwie so eine Lücke auf, finde ich. Kommt noch. Angeblich sind ja auch noch andere Geräte in der Mache. Und wäre schlimm, wenn nicht. Ja? Ja, ich hoffe nicht, dass jetzt alles vorgestellt wurde und jetzt man Däumchen drehend in jetzt Kalifornien sitzt und keine Ahnung mehr hat, was man machen möchte. Hat LG das eigentlich in den Griff inzwischen? Die hatten doch, als Apple gesagt hat, wir bauen keine Monitore mehr, aber hier, look at this, 5K fein irgendwas Display von LG, die hatten ja diverse Macken und hatten irgendwie negative Auswirkungen auf die MacBooks, und so, sie hingen, dass da irgendwie dann, was ging nicht mehr, USB, Bluetooth, irgendwas ist da auch ausgefallen zwischendurch. Ich habe nichts mehr Negatives gehört, glaube ich, in der Zeit. Also insofern... Ultrafein heißen die, ne? LG Ultrafein. Wäre vielleicht mal was, also wenn da draußen Leute die Bildschirme nutzen, was ich mir durchaus vorstellen kann, die waren ja nicht in der Preisklasse von 7.000 Euro, berichtet uns gerne, weil wir haben keine davon da, müssen wir ehrlich gestehen. Nee, wir haben die damals getestet, haben keins jetzt so langzeitmäßig hier. Nee, also berichtet uns gerne, wie das damit ist. Also gibt es noch Probleme, wenn ja, welche, oder hat LG es tatsächlich geschafft, in Zusammenarbeit mit Apple die Probleme zu lösen? Und würdet ihr ein iMac als Display kaufen?
Also weil der Preis von diesen ultrafeinen Displays ist, glaube ich, ganz okay. Der liegt bei 1,4 aktuell, ja. für das 5K-Display. Und man bekommt so ein 27 Zoll iMac ab 2200 Euro, irgendwie sowas. Und wenn man von dem Kaufpreis von so einem iMac 5K ein Mac Mini abzieht, landet man ungefähr bei dem LG-Display-Preis. Ja. Genauso, wenn sie sich das gedacht haben. Ich denke auch. Das wird der Grund für die Preisgestaltung bei Mac und Mac Mini. Dann wird sie gut gerechnet haben und sagen, du, das können wir Leuten alles nicht verkaufen. Das muss in sich logisch sein. Das muss so und so. In sich logisch, vor allem Produktklassen und Preise bei Apple. Das schließt sich inzwischen, finde ich, fast aus. Aber na gut, wir gehen wieder zurück zur alten Diskussion. Ja, in der Tat. Neue Themen im Podcast. Ja, genau. Vor allem du hast dich ja schon mit den Beta-Versionen auseinandergesetzt. Gab man mir nicht schon den Spitznamen Mr. Beta? Ja, ich habe es gewagt und hier direkt am Anfang eine Warnung. Inzwischen gibt es ja die Public-Beta-Versionen. Deutlich früher als gedacht. Ja, tatsächlich deutlich früher als gedacht. Ich verstehe, seit ich die Betas nutze, auch warum, weil die relativ stabil laufen. Dennoch solltet ihr, wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, das zu installieren, einmal sehr gut darüber nachdenken, ob ihr das auf Geräten machen wollt, die ihr täglich nutzt. Also zum Beispiel das Haupt-iPhone oder den Mac, mit dem gearbeitet wird. Weil das schon durchaus Nerven kosten kann. Also ich musste auch von Catalina, dem neuen macOS, wieder zurück, weil einige Software, die wir nutzen, nicht damit kompatibel ist. Sag's doch einfach. Ja, Adobe InCopy. unter Catalina in der Version, in der wir es nutzen, nicht mehr laufen. So. Und da wir noch nicht updaten können, wir werden natürlich updaten, weil wir ja Catalina installieren müssen, irgendwann früher oder später als MacLife-Redaktion. Deswegen musste ich wieder zurück. Und ihr solltet das auch nicht machen, ohne ein Backup vorher gemacht zu haben, weil es durchaus sein kann, dass ihr... sonst gibt es kein Mitleid. Genau, richtig. Haben wir schon oft genug gesagt. Und es durchaus sein kann, dass ihr zu den momentan aktuellen Hauptbetriebsversionen zurück müsst, also zu iOS 12 oder macOS Mojave, weil was nicht funktioniert. Und wenn ihr dann kein Backup habt, dann habt ihr halt Datenverlust beziehungsweise vielleicht sogar kompletten Datenverlust. Und das wäre nicht so gut. Wenn ihr das aber alles nicht so schlimm findet und ein Backup angelegt habt und ein bisschen risikobewusst seid, dann kann man die Public Betas durchaus ausprobieren und ich finde, sie laufen auch sehr stabil. Und es wird auch erfahrungsgemäß von Beta zu Beta-Version nicht immer alles besser. Die dockt ja dann rum. Es kann auch gut sein, dass auch wenn ihr jetzt empfindet, dass die Developer Beta 2, die Public Beta 1 ist, stabil genug läuft, dass in der Public Beta 2 noch diverse Sachen kaputt gehen. Genau. Aus meiner Erfahrung aus iOS 12 Public Beta damals vor einem Jahr war es tatsächlich so, dass in einer der Betas plötzlich GPS nicht mehr gefunden wurde. Ja. Das heißt, man konnte nicht mehr navigieren. So, das kann passieren. Dann ist man ein, zwei Wochen, entweder hält man das durch, kein GPS zu haben, oder man muss halt zurück auf damals iOS 11 oder ja. Also man muss dann so lange warten, bis die nächste Public Beta rauskommt. Tatsächlich hat sie es bei mir auch nicht repariert damals. Ich hatte das auch. Mhm. Und egal, was ich gemacht habe, ich bin auch auf die normale Version zurückgegangen, also auf die öffentliche Nicht-Beta-Version. Es ging trotzdem nicht mehr, weil das offensichtlich irgendwie irgendwas in Firmware geschrieben hat oder so. Und ich glaube, Autonormalverbraucher wäre da, wie sagt man so schön? Verzweifelt? Ja. Genau, und hätte auch ein neues iPhone wahrscheinlich kaufen können oder so. Ja, genau. Ja. Also das sind halt wirklich die Risiken und dem solltet ihr euch bewusst sein, wenn ihr das macht. Ich konnte das dann tauschen, weil wir dann doch nochmal... Wir haben ja so Beziehungen zu Menschen, die Geräte mit Äpfeln drauf herstellen. Genau, und ja. Normalerweise wird Apple halt sagen, ja, Public Beta Risiko. So, musst du warten, bis das nächste Update kommt. Fertig. Ja. Ja, insofern. Ja. Zu den Betas selber. Die Funktion haben wir in der vergangenen Ausgabe ja durchaus auch schon besprochen. Wir müssen jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, aber richtig. Was du aufgeschrieben hast, ist der Dark Mode. Ja. Ich finde ihn gut.
Glück gehabt. Ich finde ihn auch besser von Anfang an als vor einem Jahr mit Mojave. Also macOS hat ihn ja schon seit einem Jahr. Und da war es beim Start so, dass, und teilweise ja heute noch so, ich finde die Kalender-App bei Mojave immer noch pottenhässlich. Aber da war es an vielen Stellen so, dass ich dachte, Apple weiß selber noch nicht so ganz genau, wie sie mit dem Dark Mode umgehen wollen. Bei iOS 13 ist das gefühlt schon viel besser umgesetzt und tiefer ins System integriert. Aber gerade mit einem OLED-iPhone, was ich ja habe, also ich habe das iPhone 10. Also genau, 10, 10S, 10R. Genau, da ist der Dark Mode natürlich großartig, weil das wirklich reines Schwarz ist in vielen Apps. In manchen Apps ist es so ein Grau, also zum Beispiel, ich glaube die Musik-App ist nicht immer tiefschwarz, sondern in manchen Bereichen auch einfach so ein bisschen gräulich, aber fast alle Apps sind wirklich rein schwarz, das heißt man spart auch Akku damit und gerade im Dunkeln und abends ist es sehr angenehm, den Nachtmodus zu haben oder den Dark Mode. Ich habe iOS 13 an iPad OS auf dem iPad Mini laufen und teile das durchaus. Vor allem auch gerade in Abgrenzung zu macOS, wo ich nach wie vor manchmal hadere. Ja. Also ich habe inzwischen herausgefunden, warum ich das so unterschiedlich sehe. Weil ich auf dem iPhone bzw. iPad eigentlich immer alle Apps im Fullscreen-Mode habe. Ab und zu dem Split-Screen-Mode, aber was halt nie passiert auf dem iPad, ist, dass sich Dinge irgendwie überlagern. Ja. Und da steige ich manchmal aus, gerade wenn ich mehrere Mail-Fenster hier offen habe auf dem Mac, dann verschwimmt das alles irgendwie zu so einer dunklen Masse vor meinem Auge. Ja. Ja, ist ja auch einer der Kritikpunkte, die man einem Dark Mode gegenüberbringt, dass es auch schwieriger ist, für die Entwickler selber zum Beispiel Bereiche abzugrenzen. Also wenn alles grau, dunkel ist, ist es schwieriger, irgendwelche Elemente hervorzuheben. Ja. Außer wenn du es mit knalligen Farben machst, wie es ja im Kalender zum Beispiel ist. Also die Farben im Kalender sind viel knalliger als in der weißen Version, in der hellen Version. Mhm. Was vielleicht auch am Kontrast liegen mag, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Absicht. Ja, das denke ich auch. Und da geht die Übersichtlichkeit ein bisschen verloren. Das ist einfach so, ja. Und was ich beim Mac auch finde, da ist es häufiger so, dass du einfach weißen Oberflächen in den Programmen selber begegnest. Also ja. Zum Beispiel Schreibprogramme. Da ist natürlich weißes, quasi weißes Papier, auf dem du dann schreibst. Oder E-Mails selber, die dann ankommen, sind dann auch in sich weiß, weil es irgendeine HTML5-Mail ist, die dann kommt oder sowas. Oder schwarzer Text auf schwarzem Grund. Schwarzer Text auf schwarzem Grund, genau. Das heißt, du hast eine Mail, wo du gar nicht mehr weißt, ob da was steht oder nicht. Kann auch von Vorteil sein. Geheimtinte. Genau. Die gute alte Geschütteln mit Zitronensaft und Bügeleisen. Aber bei iOS ist das gefühlt bei weitem nicht so. Also da kommen auch die Mails nicht so an. Das sind alles dann tatsächlich dunkle, schwarze Mails mit weißer Schrift und gut ist. Das stimmt auch. Irgendwas habe ich auch gesehen. Also irgendwas machen sie auf dem iPhone, iPad da besser. Mhm. Dass da irgendein Algorithmus hinter erkennt, wie die Mail eigentlich aussehen müsste, damit sie lesbar ist. Und hey, dann da irgendwie Voodoo macht. Gibt es das denn in Catalina auch oder ist es da auch immer noch Grütze? Da ist es immer noch Grütze. Schade. Also es hat sich meiner Meinung nach wenig getan in der Mail-App, die drei Tage, die ich Catalina genutzt hatte. Kann aber noch kommen. Kann noch kommen, ja. Es ist erste Beta gewesen, um ehrlich zu sein. Ja. Was halt bei iOS 13 auch noch ist, ich habe sowieso schon viele Drittanbieter-Apps in einem dunklen Modus, weil viele das anbieten, was beim Mac nicht so ist. Also beim Mac dauert das viel, viel länger, bis die Entwickler mal anfangen, oh ja, Mojave hat jetzt auch einen dunklen Modus, dann biete ich auch mal einen an, so. Und gefühlt ist das auf dem iPhone viel stärker schon. Das heißt, wenn ich da eine Drittanbieter-App springe, hüpft mich nicht plötzlich ein grellen weißer Bildschirm an oder so, sondern die sind sowieso meistens eh auch dunkel. Ja. Wer auf dem Mac den Dark Mode nutzt, den man unter Einstellungen allgemein findet, ja. Und das, wie ich machen möchte, und so ein bisschen hin und her springt zwischen was abhängig davon, was ich gerade mache. Wenn ich irgendwie, ich habe gestern gesessen und Fotos sortiert oder so, da finde ich Dark Mode großartig oder jetzt gerade auch für den Podcast hier aufnehmen, finde ich es auch, weil das eben so ein bisschen weniger Ablenkung ist. Es gibt auch durchaus Anwendungsszenarien, wo ich dann nach wie vor diesen hellen Modus besser finde. Es gibt eine großartige Menübar-Erweiterung, die heißt Night Owl, Nachteule, zu finden unter der wunderbar vertrauenswürdig aussehenden Adresse nightowl.kramser,
.xyz. Diese Top-Level-Domains, ne? Alter, hätten wir nicht einfach bei, reicht nicht .de und .com und also Länderdomains? Ich wusste nicht, dass es xyz gibt. Ja, es gibt da alles, das ist alles ein naja. Fangen wir damit nicht an. Aber es ist so ein Menü-LED, was sich dann in die Menüzeile da oben einfügt und man kann dann bequem zwischen dem Dark-Mode und dem normalen Modus, hellen Modus herschalten. Finde ich ganz praktisch. Und auch app-spezifisch, ne? Du kannst sagen, hier Mail, ja. Das bleibt mal immer hell, ne? Ja. Oder so. Genau. Ist ganz gut. Das ist tatsächlich cool, weil dann hast du halt dieses Problem mit weißen E-Mails nicht, weil die generell dann wieder hell sind. Ja. Ja, eine coole Geschichte. Ist, wie heißt das? Donationware. Gibt's für Umme, aber man kann dem Entwickler da so ein paar Euros hinwerfen. Zahl, was du willst. Genau. Ja. Nimmt dann überraschenderweise auch PayPal. Also nicht Apple Pay tatsächlich, also tatsächlich ein bisschen, weiß nicht, ich glaube, ich hätte jetzt Apple Pay da auf meiner Seite. Ja, das setzt sich alles durch, aber da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu, ja. Eine OS-Version haben wir schon anklingen lassen, aber noch nicht so wirklich. Ich finde, das ist ja da gefühlt zumindest der größte Schritt. Wir haben ein neues Betriebssystem. iPad OS. Quasi. Ja, es ist eigentlich eine Mogelpackung. Es ist iOS 13 mit ein paar anderen Änderungen, so. Also, eigentlich ist es auch ganz gut, dass es kein komplett neues iPad-Betriebssystem ist, weil ein von vorne entwickeltes Betriebssystem, weiß ich nicht, ob das so prickelnd gewesen wäre. Jetzt vor allem auch in der ersten Beta. Ja, hätte stabil laufen können, hätte aber auch nicht gemusst. Und vor allem, Apple macht das ja auch gerne mal so, wenn sie Sachen wegschmeißen und neu machen, erstmal die rudimentären Dinge. Und dann später fügen wir ein paar Funktionen hinzu. So. Und das hätte beim iPad in die Hose gehen können, wenn man jetzt ein komplett neues Betriebssystem entwickelt hätte. Also eigentlich ist es ein iOS 13 mit einem anderen Namen, wenn wir ehrlich sind. Dennoch finden wir die Entwicklung aber gut. Und ich finde. Tun auch, wir das? Ja. Also ich zumindest. Ihr könnt ja gleich gerne. Ich ja gerne entgegenwirken. Ich dachte, das wäre irgendwie dieser majestätische Plural. Ja, plurales Majestatis, natürlich, als von. Ich spreche ja eigentlich nur so, ich muss für den Podcast mich immer versuchen, ein bisschen volksnäher und so herabzubegeben. Jetzt habt ihr mich aus dem Kontext. Nein, habt ihr nicht. Ich finde diese Namensänderung. Wenn du das selbst gemacht. Ja, das habe ich selbst gemacht. Ich finde, die Namensänderung macht noch im Kopf ein bisschen was. Also dieses iPad ist jetzt ein Computer, das macht es immer noch nicht, aber es macht das iPad ist jetzt was anderes und auch kein Smartphone und möchte mehr sein. Das, finde ich, passiert mit iPadOS und es ist ja auch der erste Schritt. Also Apple wird ja iPadOS weiterentwickeln und auch, ich denke, immer weiter sich vom Smartphone-Betriebssystem entfernen in vielen Punkten. Ja, insofern finde ich persönlich diesen Schritt gut. Und die erste Beta oder die Betas auf dem iPad laufen auch sehr stabil und viele Funktionen, ja, wir haben ja, glaube ich, auch schon im vergangenen Podcast gesagt, Apple hat eigentlich uns zugehört und die Kritikpunkte, die wir hatten ans iPad, jetzt softwareseitig, die haben sie jetzt ausgemerzt zum Großteil. So. Ich finde auch, alles, was ich da bisher gesehen habe, finde ich wirklich, wirklich gut. Was ich gerne einstellen können wollen würde, ist die Anzahl von Apps auf so einer Homescreen-Seite. Die ist jetzt ja deutlich erhöht. Ja. Das hat einen Vorteil, nämlich, dass sie jetzt, wenn man den Homescreen gefüllt hat mit den ganzen Apps, dass es jetzt egal ist, ob man das iPad im Porträtmodus oder im Querformat hält, die Icons bleiben an den gleichen Stellen. Ja. Das ist bisher nicht so, weil bisher sind es in der Länge im Porträtmodus in der Länge mehr als in der Breite und wenn man das iPad dreht, verrutschen die alle. Ja. Das hört auf. Aber es sind mir zu viele Apps. Ich habe gar nicht so viele Apps, die ich auf dem Homescreen haben möchte. Mir wäre das zu unübersichtlich. Du hättest sie lieber größer, meinst du dann? Ich war, ja. Okay. Ja. Ja. Weniger und größer, also wieder ein bisschen wie früher. Genau. Ja. Ich finde es gut, ich habe im Grunde die Seiten aufgeteilt thematisch. Also die erste Seite ist die Apps, die ich für die Arbeit brauche und die ich immer regelmäßig brauche und die zweite ist dann irgendwie so die ganzen Fernseh- und Film- und Streaming-Apps und Mediatheken und den ganzen Krams und die dritte ist dann wieder irgendwelche. Geht ihr über Homescreen-Apps, über die Icons? Also ich mache meistens, ich mache ganz viel über die Suche, ja, beim iPhone ich habe keine Ahnung, wo die liegen, die Apps.
Beim iPhone mache ich ganz viel über die Suche, weil ich da zu viele Apps habe. Beim iPad gehe ich über den Homescreen, weil ich die thematisch aufgeteilt habe. So. Ich habe die eigentlich auch auf dem iPhone thematisch sortiert. Das wird nach hinten aber weniger. Ja, genau. Die Sortierung wird weniger. Also Seite 1, 2 und 3 kann ich, glaube ich, also ich könnte jetzt nicht aus dem Kopf benennen, aber ich glaube, ich kann die mehr oder weniger blind bedienen. Ja. Das würde ich schon hinbekommen. Alles, was danach kommt, die folgenden 5 oder 6 Seiten, ich habe verdammt viele Apps. Ja, das passiert mir auch manchmal, wenn ich fürs Heft irgendwie Screenshots nachbauen muss und die mal umsortiere und dann bin ich 3 Tage lang verwirrt. Ja. Wo aber, kommen wir her? Ja, mehr, also größere Apps, ja. Ja, ist ja aber wahrscheinlich, kann, ist ja. Vielleicht. Vielleicht kommt aber was mich eigentlich in Wahrheit stört, ist, wenn ich das so thematisch auf dem iPad habe ich es eigentlich auch so. Ich habe den Arbeitskram und Podcasts und Lesekram habe ich auf der ersten Seite. Mhm. Also die Zeit E-Paper-App zum Beispiel oder sowas habe ich damit drauf. Das reicht aber nicht, um den neuen Homescreen zu füllen. Und das triggert in mir irgendwie so ein... Ach so, da. Irgendwas. Ich bin nicht tiefenentspannt. Ich finde es scheiße, wenn das dann irgendwie mit ungeraden Zahl aufhört oder die letzte Zeile nur eine App hat oder sowas. Das macht mich fertig. Ich nutze im Grunde nur die Hälfte vom Homescreen, aber das nö, ist nicht so, dass mich das jetzt... Für mein täglicher Herzinfarkt. Nein. Da bin ich zu wenig Autist, um das... Monk, genau. Da gibt es da Pillen gegen oder so, aber... Globally gibt es bestimmt. Kann ich dir zusammenrühren. Grüße an Herrn Böhmermann, der genau. Das bestimmt hört. Aber ja, Ein großartiges, ich glaube 25 Minuten Stück über die Sinnhaftigkeit von Homöopathie. Das ist in YouTube. Das ist lustig. Meine Startseite ist, wie gesagt, kaum zur Hälfte und die nächste ist ja wieder komplett voll. Ja, so muss das nämlich aussehen. Nein, das ist doch, da wirst du doch wahnsinnig. So muss das aussehen. Herr Möller, gucken Sie doch mal. Das ist doch, da wird man doch bekloppt. Also die Startseite so oder so. Das macht mich beides fertig. Ja, jetzt hast du es ja gerade im Quermodus und hast von links diese Widgets drin. Ja, genau. Die ja nicht bleiben, wenn man es im Porträtmodus dreht. Nee, da sind sie dann plötzlich weg. Das ist auch, finde ich, nicht fertig. Also und dieser Abstand oben. Klar, das muss jetzt irgendwie sein, weil es hochkant und quer ja gleich aufgeteilt ist. Aber irgendwie finde ich, da oben liegt so viel Platz verloren. So. Da hätte man doch hier wenigstens jetzt die Uhr in groß einblenden können oder so. Wäre da nicht Platz für einen Taschenrechner, der dem iPad immer noch fehlt? oder die Wetter-App. Ist ja eh die Frage, also braucht man die Icons auf dem Homescreen überhaupt? Ich meine, hast du noch Aliasse auf deinem Schreibtisch liegen, um Programme zu starten? Ich habe hier einen Ordner der Krams und einen der Gedönsheit. Okay, nach was sortieren Sie was? Was ist für Sie Krams und was ist Gedöns? Krams brauche ich häufiger als Gedöns. Ah, okay. Ansonsten liegen da vor allem Sachen, die ich jetzt akut irgendwie mal brauche, weil ich aktuell liegt da so ein Ordner für diese Schleifenrad-Episode zum Beispiel, weil wir noch 2 Einspieler haben und sowas. Ja, aber am Mac ist es halt auch was anderes, weil du ja am iPad startest du ja die Apps, aber wenn du sie nicht über die Suche startest, über diese App-Symbole. Der Desktop ist da ja nochmal hat eine ganz andere Funktion, finde ich. Ja, aber das könnte ja auch auf dem iPad werden. Ja, dann, das wäre ein Schritt Richtung macOS, da hast du recht. Allerdings wäre das dann eine fundamentale Änderung im Vergleich zu iOS, finde ich. Oder Richtung Android, wo man sich den Bildschirm schon seit Jahren mit Widgets dicht knallen kann. Ja, und wo du durch Hochziehen dann den App-Launcher quasi bekommst. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also okay, hat mich nie überzeugt bei Android, muss ich gestehen. Das funktioniert, glaube ich, für Menschen dann wie dich, Sven, die Apps primär sowieso über die Suche dann starten. Ja. Da ist auch Bananen, ob ich von oben nach unten wische oder sowas. Oder du aktivierst, keine Ahnung, so ein Launchpad. Ja. Könntest du ja auch unten in Stock packen, einfach. Ja. Klickst du darauf, kommst du da in deine Apps-Ansicht. Nutzt ihr das Launchpad auf dem Mac? Nee. Nur für Screenshots. wenn Apple das, ich glaube, ich hätte es nicht gemerkt, wenn Apple das vielleicht schon vor 2, 3 Jahren wieder rausgenommen hätte. Nee, das hätte ich auch nicht bemerkt. Ich starte das nie. Nee. Naja. Das fällt mir gerade auf. Auf Mac starte ich Apps nicht mit der Maus. Auf Mac, für jede App, die ich aufmache, mache ich Command, Leertaste, habe die Spotlight-Suche und tippe den App-Namen ein. Ich habe die App, die ich brauche, meistens im Dock. Ich auch, aber das habe ich jetzt mal Apps ausgeblendet, normalerweise. Okay. Ja. Und ich weiß nicht, weil ich zum letzten Mal da irgendwie reingeklickt habe. Außer um vielleicht eine App abzuschießen. Am Mac ist das Dock bei mir unglaublich wichtig, am iPad nicht so komischerweise. Nächste Glaubensfrage, Dock unten oder Dock am Rand?
Unten. Bitte nicht am Rand. Wahnsinnig. Das ist alt, ne? Das ist wie die Leute, die Klopapierrolle falsch rum aufhängen. Oha. Das geht gar nicht. Die nächste Glaubensfrage. die Argumentation für Dock am Rand. Ich kann damit auch nicht leben. Tatsächlich, das klingt albern, aber ich kann damit nicht leben. Ich habe es versucht. Die Argumentation ist aber eigentlich eine ganz clevere, nämlich, dass die Displays ja in der Regel inzwischen deutlich breiter als hoch sind. Und es viel cleverer ist, sich am Rand so ein bisschen Bildschirmplatz abzuschneiden, wegzuschneiden, als in der Höhe. Aber an welchem Rand denn? Ich sitze hier vor drei Monitoren. Genau, wo sollen das hin? Außen. Achso, dann ist der Weg aber ganz schön weit. Da bist du ja jahrelang am Scrollen. Noch eine Glaubensfrage, Doc, eingeblendet oder automatisch ausblendet? Ausgeblendet. Immer ausgeblendet. Ausgeblendet, ja gut, sehr gut, sehr gut. Ne? Das wäre vielleicht auch mal eine Umfrage. Tatsächlich. Das ist echt mal eine Umfrage wert. Leute haben ja diese Fragen jetzt gerade gehört. Das sind ja auch mal konkrete Fragen, die wir jetzt da aufgeworfen haben. Genau. Das ist wirklich mal spannend, was Menschen da zu denken. Und was Menschen dazu denken, könnten sie uns zum Beispiel auf den Anrufbeantworter sprechen? Wäre eine Option. Ich fahre den Jingle ab. Mach mal. Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole, 0431 200 766 705. Ja, einfach mal anrufen und sagen, Doc unten, Seite, ausblenden, einblenden. Ja. So. Wie startet ihr Apps? Ich möchte noch einmal zur iPadOS zurückkommen. Und möchte erzählen, wie ich hier mit strahlenden Augen saß, weil es mir zum einen gelungen ist, unseren File-Server mit dem iPad zu verbinden und zum zweiten, weil die Dateien-App mehrere Ordnerstrukturen auf einmal darstellen kann. Es ist zum einen extrem traurig, dass mich das so glücklich macht. In vielerlei Hinsicht traurig. Erstens so traurig, weil es im Jahr 2019 erst mit dem iPad möglich ist. Ich weiß nicht, wie lange macOS das schon kann. Schon lange, bevor es macOS hieß. Ja. Und es ist irgendwie auch ein bisschen traurig, dass ich mich darüber freue, einen File-Server so einzubinden. Aber es geht jetzt endlich mit iPadOS. Ja, tatsächlich endet es ja, also für uns endet es ja fast alles. Also es macht das iPad ja deutlich, deutlich praktikabler als Arbeitsgerät. Das war nämlich eines immer der großen Punkte. Ich konnte nicht mal auf unseren File-Server mit einem iPad, also ein Gerät, was Apple mir als Alternative zum MacBook verkauft, was es ja offiziell wirklich so in den Werbekampagnen verkauft und am liebsten auch hätte, dass wir über nichts anderes schreiben, als dass das iPad jetzt endlich ein neuer Computerersatz ist. Da kann es nicht sein, dass ich damit nicht auf unseren File-Server komme. Ohne über irgendwelche zig Umwege. Genau, so. Das ging ja vorher auch schon über irgendwelche andere Apps, aber klar, das muss dann das ist System, wie sagt man, systemimmanent sein. Ja, ja. Ich glaube immer noch nicht, dass das ein echter MacBook-Ersatz ist. Das hat sich auch zu iOS 12 nicht, also natürlich gibt es bessere Punkte, die jetzt besser geworden sind, aber es ist und bleibt ein Touch-Betriebssystem und damit bin ich persönlich immer noch nicht schneller als mit Maus und Tastatur. Jetzt kommen viele, die sagen, ja, aber Maus geht doch jetzt. Da kann ich nur sagen, ja, aber die Maus ist auch nur eine Bedienungshilfe, immer noch. Also ja, mit iPadOS kann man jetzt eine Bluetooth-Maus verbinden und sogar eine USB-Maus, wenn man möchte. Muss man aber den Bedienungshilfen aktivieren und das ist auch echt als Bedienungshilfe gedacht. Also für Menschen, die Schwierigkeiten haben, eine Touch-Bedienung zu machen, sondern ein Eingabegerät haben, ein externes, die können jetzt das iPad damit bedienen. Für den Otto-Normalverbraucher, das wird keine Funktion, selbst wenn man die mal ausprobiert, die wird man nicht lange anlassen. Weil man zum Beispiel, ich habe es zumindest nicht gefunden, ich kann mit der Maus nicht scrollen, die ich angeschlossen habe. Dann ist es immer noch sehr komisch, eine Touch-Bedienoberfläche mit einer Maus zu bedienen. Die ist dafür einfach auch nicht ausgelegt. So. Also auch der Mauszeiger ist riesig, der ist so groß wie ein Finger, den man da drauf drückt. So, und er reagiert auch so. Also gezielt irgendwie fein, filigran, irgendwie ist auch nicht so einfach. So. Okay. Und Apple hat das auch aus gutem Grund nicht groß auf der Keynote angekündigt, dass jetzt auch Maus möglich ist, sondern hat das irgendwie hinten raus auf so einer, ich glaube, es war auf so einer riesigen Aufstellung mit allen Funktionen kurz zu sehen. Ja. Aber es war ganz, wenn es wirklich ein echter Maus-Support gewesen wäre, hätten sie es auf der Bühne eine Viertelstunde platt getreten. Wie geil es jetzt ist, dass man auch mit der Maus endlich das iPad bedienen kann. Ja, zumal noch irgendwie mir fehlt dann noch ein Schritt.
dass es auch ein sinnvolles Feature über Bedienungshilfe hinaus wäre, nämlich das separate Ansteuern eines zweiten Displays. Ja. Also weil das ist auch immer noch nicht möglich. Aktuell kann ja das iPad mit einem Monitor verbinden, das auch schon länger. Das spiegelt ja aber nur den Inhalt. Genau. Und das bringt nicht wirklich was. So. Nee, genau. Genau, denke ich nämlich auch. Mehr dazu, was jetzt besser geworden ist im iPad-Arbeitseinsatz und so, werde ich auch nochmal in einem ausführlicheren Artikel kundtun, der dann in der MacLife landen wird, in einer der kommenden Ausgaben. Genau, du hast dir vorgenommen, jetzt die nächsten Wochen primär, wenn ich ausschließlich mit dem iPad zu arbeiten. Tatsächlich ausschließlich. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ja. Also ich bin halt jetzt auch, wir hatten es vorhin schon, auf InCopy gerade mal nicht angewiesen für 4 Wochen. Deswegen kann ich das auch. Sonst wäre das Experiment immer insofern schon immer zum Scheitern verurteilt gewesen, wenn ich dann den Mac doch wieder anmachen muss, um in InCopy reinzukommen. Aber jetzt kann ich tatsächlich mal drauf verzichten für eine gewisse Zeit. Und deswegen ist es jetzt die Zeit, wo ich es mal ausprobiere und dann meine Erfahrungen damit kundtun werde. Ich bin da schon den Umweg gegangen, wenn ich unterwegs war und leicht reisen wollte und dann spontan doch was in InCopy machen musste, das über Parallels Access zu lösen. Dass ich zu Hause schon wohl wissentlich, dass Dinge passieren könnten, meinen Mac laufen lasse. Um dich dann fernzugriffsmäßig drauf zu schalten. Genau. Ja, gut. Nee, das ist ja auch wieder Mogeln. Ja, aber der einzige Weg, InCopy InDesign auf dem iPad aktuell zu haben. Ja, genau. Um ehrlich zu sein, arbeiten wir unter Umständen auch daran, das auch mal mit dem iPad alles ein bisschen einfacher zu machen. Deswegen mal gucken. Ich werde nach dieser Zeit sehen, ob ich das MacBook jemals wieder einschalte oder ob das iPad jetzt mein Hauptgerät ist. Ich glaube noch nicht dran, aber mal gucken. Vielleicht werde ich ja überrascht. Du meinst, ich kann es noch nicht weiter vermitteln, dein MacBook, dein Arbeits-MacBook? Naja, es hat ja jetzt auch eine Beule insofern. Das ist deins, ja. Wie angeleckt, oder? Nein, aber dann wird es schwieriger, jemandem anderen, weißt du, und so, ne? Nach dem Motto, das ist ja gebraucht. Die Beule habe ich nicht reingemacht zum Thema angelegt. Nein. was eine große Neuerung ist, die vor allem tatsächlich Entwickler betrifft, ist dieser ganze Kram um Catalyst, was mal Marzipan hieß, und Swift UI. Ja. Hast du dir, also die Podcast-App unter Catalina ist die einzige, die so eine Catalyst-App ist? Mhm. Also von den neuen Apps, hast du die angeguckt? Funktioniert das? Taugt das? Die konnte ich mir nicht angucken, weil die in der Beta-Version, die ich von Catalina ausprobiert habe, anging und gleich wieder abstürzte. Also das war tatsächlich die einzige App, die ich nicht öffnen konnte. Wie schade. Ja, böse Zungen würden jetzt behaupten, aha, das ist also Catalyst. Aber ich denke, dass das jetzt mit der zweiten Version und spätestens mit der Public Beta von Catalina dann sich auch erledigt hat. Also sie wird jetzt funktionieren, denke ich. Wobei das auch alles irgendwie merkwürdig war. Ne? Das hat Federighi nicht auf der Bühne gesagt, aber der war dann nachher im Interview-Marathon und saß da auf dem Sofa bei John Gruber und war dann in diesem Podcast-Studio, was Apple selbst aufgebaut hat, wo Podcaster von der WWDC aus berichten konnten, bei Federico Vitici von App Stories. Mhm. Und hat in beiden Sendungen dasselbe erzählt, dass denn durchaus klar war, dass die Apps sie letztes Jahr vorgestellt hatten, also Aktien, die Home-App und Sprachmemos, glaube ich. Ja, ja. Tatsächlich nicht cool waren, was aber auf gar keinen Fall an der Technik lag, sondern dass das irregeleitete Designentscheidungen waren. Mhm. Damit gehe ich noch nicht los. Naja, zumal das ja auch, also das war ja einfach die iPad-App auf dem Mac, fertig. Ja. So, das war das Problem. Ja. Das war nicht die Technik. Ja, und Catalyst soll das jetzt alles ein bisschen einfacher machen. Ich glaube, das wird trotzdem nicht cool werden. Also ich glaube auch, dass Catalyst wird, ist das kleinere Ding an dem Ganzen, was wir jetzt neu gemacht haben. Das ist der einfache Weg, um da, der noch einfachere Weg, um Apps auf Mac zu schieben. Vielleicht, um kurz mal alle abzuholen, die jetzt nicht mehr wissen, worüber wir reden. Es ging darum, oder Catalyst soll es Entwicklern ermöglichen, ihre iOS-Apps mit 2-3 Klicks, verspricht zumindest Apple, in eine macOS-App umzuwandeln und dort dann auch als Mac-App anbieten zu können. Genau, und Hintergrund ist, dass viele Entwickler können für iOS programmieren, aber nicht für macOS, weil sich da halt viele Dinge einfach unterscheiden. Ja, und wir haben ja gerade schon Touch-Oberfläche und Maus und so angesprochen. Es ist einfach nochmal eine andere Bedienung, die man da noch braucht. Ja.
Ich glaube trotzdem, dass die allermeisten Apps, die so programmiert werden, scheiße sein werden. Und setze da viel mehr auf SwiftUI. Denn aktuell kann man ja auch noch in Objective-C weiter programmieren für Mac und iOS. Apple setzt auf Swift, das ist auch schon im vierten Jahr, glaube ich, gibt, im fünften Jahr, irgendwie sowas. Ich kann selbst nur sehr leidlich programmieren und höre von anderen, dass Swift inzwischen ganz cool sei. Was aber dazugekommen ist, ist, dass man mit Swift UI, also User Interfaces, für alle Geräte bauen kann. Ja. So dass man halt nicht mehr so diese Unterschiede überall bedenken muss und quasi eine völlig andere App für einen Mac schreibt, als wie man für iOS es tun würde, sondern tatsächlich eher das User Interface anpasst. Klar, da werden im Hintergrund noch sicherlich irgendwelche Kleinigkeiten sein, die man bedenken muss. Da bin ich jetzt nicht Experte genug, um das ausschließen zu können. Aber das ist, glaube ich, der eigentliche große Sprung. Dass es den Leuten so einfacher gemacht wird, tatsächlich eigenständige Apps für Mac zu veröffentlichen. Und halt nicht nur mit zwei Mausklicks dann so eine iPad-App auf Mac zu portieren. Ja. Also ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass dann echt so Home-Apps rauskommen. Ja, genau. Und vieles davon wird einfach scheiße sein. Ja. Also es wird auch, glaube ich, nicht den großen Schwung geben. Und also Apple macht das ja aus einem Grund, weil sie dem Mac wieder mehr Apps verpassen wollen. Ja. So. Ich mache ja in der MacLive die App-Tipps-Rubrik. Und es wäre für iOS, glaube ich, problemlos möglich, das mehr als einmal im Monat zu machen, häufiger. Weil es genug iOS gibt, die man vorstellen könnte und auch gute Apps. Allerdings fällt es mir schwer, macOS-Apps selbst alle vier Wochen neue zu finden, die so sind, dass man sie auch vorstellen könnte. Ja. So. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade. Und Apple möchte das wohl auch damit ändern, dass iOS-Entwickler so nach dem Motto, ja komm, hast eine iOS-App, dann mach doch mal zwei Klicks, dann kannst du ja auch auf Mac anbieten. So. Ich denke, dass erstens das nicht zu einer neuen Fülle an Apps führen wird und zweitens auch nicht zu einer Fülle guter neuer Apps führen wird. Mhm. Einziger Unterschied ist wohl jetzt, denn es wurde ja auch prominent auf der Bühne vorgestellt, die Twitter-App. So. Und TweetDeck ist ja jetzt auch wieder für den Mac verfügbar und so. Aber das ist ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur eine Desktop-App, also eine Web-App im Grunde als Desktop-App rausgebracht. So. Twitter sagt, es ist so schön einfach jetzt geworden und jetzt haben wir endlich wieder die Ressourcen, um da auch mal eine Mac-App anzubieten. Ja, also ich glaube, ich hätte Twitter auch zugetraut, dass die so vorher schon genug Ressourcen gehabt hätten, oder? Ja, vor allem, was in Twitter, die haben irgend so einen Twitter-Post da rausgehauen und feiern da unter anderem so Sachen wie Resizable Windows an. Ja. Also ja, cool, haben wir auf dem Mac seit, weiß ich nicht, ja. Wie viele Jahre? Ja. Wahrscheinlich, hatte nicht System 7 schon die Möglichkeit, Fenstergrößen manuell zu verändern? Ich glaube ja. Naja, gut. Genau. So viel glaube ich auch erstmal zu dem ganzen Themenkomplex. Ja. Für alles Weitere, was SwiftUI anbelangt, fehlt uns die Ahnung. Genau. Wenn ihr Betas ausprobieren wollt, wie gesagt, Vorbereitung treffen und ein bisschen Nerven haben und wissen, was man tut, dann ist es auch eine lustige Sache. Genau. Wir haben mindestens einen Hörer, der herausgefunden hat, wie Telefone funktionieren. Ah, dieses Ding mit der Wählscheibe. Genau. Und die Nummer, die wir vorhin schon eingeblendet haben, gewählt hat. Und das ist Leon. So, hallo, MacLive-Team, Leon hier. Ich wollte mal Feedback zur letzten Folge geben, mal wieder, nämlich zu diesem iTunes-Thema. Also an sich fand ich ja die Idee, eine Mediazentrale für alle Audiodateien, das heißt mir mal Musik, Podcasts und meinetwegen auch Hörbücher, nicht mal so schlecht. Aber durch diese Verwaltung auch noch von Filmen, von Sendungen und zuletzt noch vom Gerät, das heißt vom iPhone, vom, wenn man es noch hat, ein iPod und so weiter, wurde das alles einfach überlastet. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass jetzt zumindest Musik-Podcasts da rausfallen. Was ich mir allerdings frage, ist, ob iTunes als iTunes bestehen bleibt oder ob es dafür dann auch ein Geräteverwaltungsgerät Programm kommen wird. Naja, das wollte ich nochmal gesagt haben. Und ja, toller Podcast und dann auf Wiedersehen und auch wiederhören. Besser gehört. Dann tschüss. Eigentlich muss man nicht bestehen.
Die Geräteverwaltung, ne? Genau, das wissen wir inzwischen. Geräteverwaltung wandert in den Finder. Richtig. Finder wird das neue iTunes. Da sammelt es alle Funktionen, die aus allen Apps rausfallen. Genau. Und in 3 Jahren sitzen wir hier und fluchen noch mehr über den Finder. Und dann wird der Finder abgeschafft. Endlich. Ja. Durch die Dateien-App vom iPad ersetzt. Ein bisschen wird iTunes bestehen bleiben, und zwar für die armen Windows-Menschen. Stimmt. Ja. Die werden iTunes erstmal noch behalten dürfen. Ja. Was soll man sagen? Das kann man sich mal angucken, das Video. Es gibt von der D8-Konferenz aus dem Jahr, hast du nicht gesehen, gibt es ein wunderschönes Interview von Walt Mossberg, heißt der Mensch, mit Steve Jobs. Und da sprechen sie auch über das Release von iTunes auf Windows, weil Apple dann damit über Nacht zu einem der größten und populärsten Windows-Programmentwickler geworden ist. Und Steve Jobs das so ein bisschen in seiner bekannt philanthropischen Art, altruistisch-philanthropischen Art, vermarktet damit, dass iTunes auf Windows sei so, als ob man jemandem, der in der Hölle sitzt, ein Glas kalten Wassers reichen würde. Findet ja. man in diesem YouTube und ich versuche auch dran zu denken. Hat sich ein bisschen umgekehrt, weil wir jetzt ja eher die Windows-Leute bemitleiden darüber, dafür, dass sie das jetzt, naja. Wir werden es sehen. Also ehrlicherweise, ich habe jetzt auch gerade mit der Musik-App noch nicht viel rumgespielt. Wir werden es sehen, ob es da wirklich Grund gibt, dann die Windows-Nutzer mit iTunes zu belächeln oder ob man sich nicht doch am Ende des Tages dann relativ schnell iTunes zurückwünschen wird. Ja, also wir werden Catalina auch demnächst dann nochmal ausführlicher ausprobieren und dann mal schauen, was da mit Musik-App und solchen Sachen gelaufen ist. Ich muss auch gestehen, ich habe, als ich Catalina getestet habe, auch nicht jetzt mein iPhone angeschlossen und mal versucht, das damit zu synchronisieren und solche Späße. Also ich habe die Finder-Funktion nicht ausprobiert. Was ich weiß, ist, dass die Musik-App schon Probleme mit mehreren iTunes-Bibliotheken hat. Da warnt Apple auch im Moment vor. Wer komplizierte und große iTunes-Mediatheken hat und vielleicht sogar mehrere, der sollte Catalina eh noch nicht ausprobieren. Das ist ein Szenario, was ich nie verstanden habe. Warum sollte ich mehrere iTunes-Mediatheken haben? Ich auch nicht. Das ist so wie mehrere Fotobibliotheken. So. Du hast doch eine Musikbibliothek. Fertig. Du hast ja auch nicht mehr Räume mit Schallplatten, oder nicht? Also das ist so. Ich habe sogar gar keine Räume im Schloss. Ach so. Hab das nach Flügeln aufgeteilt. Hast du in verschiedenen Jahrzehnten. Flügel ist Jazz. Ich dachte vielleicht, das ist der 80s Room. Und auch schöne Idee. Müssen wir Thomas mal fragen, wie das in der Stadthausvilla da so ist. Ja, ja. Wie der. Wo ich das Musikzimmer ist. Ach ja. Ich habe Schallplatten im Treppenhaus. Ja, an der Wand. Also Fake-Schallplatten. Also ich hatte irgendwann mal die irre Idee, dass das ein gutes Deko-Element wäre. Schallplattencover von Alben, die mich musikalisch geprägt haben, mir an die Wand zu hängen und habe dann gesehen, was diese Platten so kosten. Also gerade wenn man gut erhaltene alte haben möchte, wo nicht irgendwie 5 Aufkleber drauf sind mit Remaster, dann hast du nicht gesehen. Dann zahlt man da ja so, also wirklich hoch zweistellige 30, 40, 50 Euro für. Ja. Und habe dann entschieden bei, ich glaube bei White Wall. Die sind, das Disclaimer, die kaufen ab und die buchen ab und zu Werbung in der MacLife. Es scheint aber auch wirklich gut zu sein, weil die waren schnell und haben, ich habe dann in 30x30er Format, was fast Schallplatten-Cover-Format ist, mir diese Cover auf Leinwand ziehen lassen. Ja. Und die aufgehängt. War günstiger, als die Platten zu kaufen. Ja, ist auf der einen Seite irgendwie auch ganz cool, dass es günstiger ist, als Platten zu kaufen, weil dann haben die Platten noch einen Wert, aber ich verstehe das Revival der Platte, aber dass das jetzt auch zu solchen Preisen teilweise führt, also, naja gut. Ja. Hätte ich mal Schallplattensammlung früher. Hätte man damals mal Platten gekauft. Hätte man die nicht am Flohmarkt verkauft. Genau, hätte man die nicht für ein Apple und ein Ei irgendwie, Apple und ein Ei rausgehauen. Ja. Funny. Um auf was Leon gesagt hat, diese Aufteilung von iTunes nochmal kurz einzugehen. Ein Punkt, wo Apple so halb verkackt hat, aber ich weiß auch nicht, ob man es klug lösen wollen würde an der Stelle. Obwohl vielleicht doch. Sind Hörbücher. Ja. Denn die wandern jetzt auch auf dem Mac in die Bücher-App. Das haben wir neulich ja noch bemängelt. Mhm. Das auf dem iPhone, iPad anders war als auf dem Mac. Was bleibt, sind aber Hörbücher in Apple Music. Ja, das ist. Weil die Hörbuchverlage, die auch in dieses Flatrate-Modell von Apple Music mit einbetten, teilweise auch mit brandaktuellen Büchern, nicht nur so Resterampe, aber die bleiben in Apple Music. Es gibt, die tauchen dann nicht in der Apple Hörbücher-App auf, was ja
Bücher-App. Und das wäre ja mal smart gewesen. Ja, ich hätte ja fast damit leben können, wenn man der Musik-App wenigstens für Hörbücher Kapitelmarken oder sowas wie Lesezeichen integriert hätte. Dann hätte ich ja sagen können, okay, gut, dann habe ich die zwar an verschiedenen Orten, aber immerhin kann ich die genauso wie in der Hörbuch-App jetzt auch mal an der Stelle weitermachen, an der ich aufgehört habe. So, ich muss immer noch mit Screenshots arbeiten. Wie lächerlich ist das, dass meine Foto-App überquillt mit irgendwelchen Screenshots von irgendwelchen Musik-Apps, in denen ich den aktuellen Stand meines Hörbuchs gucke. Nur weil du das 12-Stunden-Hörbuch nicht an einem Stück durchhörst. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich habe zwischendrin noch ein bisschen irgendwie dieses doofe Arbeit und so. Kommt ja, immer dazwischen. Das können wir alles ändern. Ja, ja, dann habe ich aber kein Geld mehr für Apple Music. Doch. Das finde ich auch traurig, dass sie mit den Hörbüchern so stiefmütterlich umgehen. Ja. Ja, dann kann man es auch gleich lassen, irgendwie so. Also, es ist so. Naja. Jetzt mal, die ganze Technik ja vorhanden ist. Ja, ja, eben also genau. Sie müssen ja nur das, was sie jetzt in die Apple Music App gebaut haben, das müssten sie ja von mir aus auch zusätzlich in die Bücher-App. Ja. Dass ich die Bücher, dass ich derjenige, der die Bücher-App nutzt, dass da auch, da wo es hingehört, streamen kann. Auf der anderen Seite verstehe ich ja durchaus, dass Hörbuchverlage das in der Apple Music App drin haben möchten, weil die natürlich viel häufiger genutzt ist. Und wenn das da irgendwie aufpoppt und so, vielleicht nur viel eher neue Hörer findet oder so, dass ich verstehe das aus Marketinggründen. Aber wirklich cool ist das alles. Das nach wie vor nicht. Ja, und auch der Reiter. Also irgendwie müsste man dann auch so einen Reiter Hörbücher in der Musik-App machen, wo die dann sortiert sind, weil die ja auch wirklich dann in der Mediathek auftauchen unter den normalen Platten und so. Und Musik ist halt einfach was anderes als so ein Hörbuch. Ja. So, und wenn ich dann alle Titel anschmeiße und mir dann zwischendrin immer irgendwelche Hörbuchkapitel reingespült werden, das ist einfach so. Da frage ich mich dann immer, nutzt bei Apple selber keiner die Apple Musik-App so? Also als Apple-Mitarbeiter hast du wahrscheinlich eine automatische Apple Music, hoffe ich. Nutzt das keiner? Hören die alle Spotify? Das wäre traurig, aber wäre mehr interessant. Ja, die das aber auch nicht. Spotify kriegt das auch nicht besser hin an der Stelle. Ja, ich find's wirklich, es ist beschämend. Ja, gut, aber ja. Scheinbar bringt es ja was, wenn wir im Podcast über Dinge meckern, weil Apple die dann irgendwann dann doch ändert. Wahrscheinlich hört man uns hier zu. Grüße nach Kalifornien. Ich bilde mir einfach ein, dass das so ist. Erstmal wahrscheinlich, die Ketten sind da länger. Wahrscheinlich erstmal Grüße nach München, wo genau. Das gehört und übersetzt wird und dann über Apple England. Ach, Siri kann das bestimmt automatisch schon alles ins Englische übersetzen. Ja, also insofern Grüße. Das wäre der nächste Punkt, den ihr mal angehen könnt. Ich glaube, das wäre ganz cool. Definitiv, ja. Und nochmal ein Gruß an Leon an der Stelle. Vielen Dank für den Anruf und den Lob an den Podcast. Genau. Wenn ihr wollt, dass wir eure Kommentare oder Fragen oder was auch immer hier diskutieren, vielleicht auch in weniger epischer Breite, wie das jetzt gerade passiert ist. Ich glaube, das war gar nicht die Absicht von Leon. könnt ihr einfach auch anrufen. Es gab zwischendurch so ein bisschen Technik-Fu. Da hat man auf diese Nummer, die wir hier angesagt haben und auch der Normalansagen werden angerufen und dann haben hier Telefone geklingelt und Menschen hatten das, unter anderem ist das Leon so passiert, hatten mich dann verwirrt am Telefon. Ah, kein Anrufbeamter zwischendrin gewesen. Genau, inzwischen landen Anrufe auf dieser Nummer, aber wieder direkt auf dem Anrufbeantworter. Ah, toll, und wenn die Leute das gewusst hätten, sie hätten wahrscheinlich direkt angerufen. Genau. Den Chefredakteur direkt am Telefon. Das gilt zwingend zu vermeiden. Oh. Aber wer zum Glück versuchen möchte, der große Telefontombola von Falke Media. Kommt ihr durch oder kommt ihr nicht durch? So geht's. Den Leitung. Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole: 0431 200 766 705. Es ist dann wie diese Gewinnspieldinger, wo man Leitung 1 treffen muss. Und. Sie haben leider Leitung 1 nicht getroffen. Bitte versuchen Sie es noch einmal. Und ich glaube, verboten? Das ist, ich glaube, es ist inzwischen verboten. Und ich glaube, dass es nie eine Leitung 1 gab. Da gehe ich fest aus. Weil ich weiß gar nicht, ich habe ja früher bei einer anderen Firma gearbeitet und haben da ja Voice-over-IP-Telefone lang angeboten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch an irgendeiner Gewinnspielbude mal Geräte verkauft haben. Ich weiß aber gar nicht, ob es da so eine Funktionalität tatsächlich gab. Ich glaube, dass auch verneinen zu können. Gut, das ist gut. Sonst können wir die hier ja mal aktivieren, wie gesagt. Sie haben Leitung 1 getroffen, Sie werden direkt zum Chefredakteur durchgestellt. Das ist eine Niete für den Chefredakteur. Genau.
Nein, die meisten Menschen, die hier tatsächlich anrufen und die dann hinreichend Energie aufbringen, um sich durchstellen zu lassen oder gerade die Durchwahl zu erfragen. Die meisten Menschen, die anrufen, sind tatsächlich sehr, sehr nett. Ja, du musst ja in deinem Job viel telefonieren, aber das ist meistens nicht so, dass du das bereust. Nö, die meisten Menschen stellen tatsächlich interessante Fragen. Ja, ja. Gut. Gut, was hier neulich zu größerer Erheiterung geführt hat. Ja. Zur großen Ausweisparade und Führerscheinparade. Mit Bildern vorzeigen. Ach, wer ist denn da am meisten im Thema drin? Es ist jetzt ganz offiziell, der Personalausweis wird auf das iPhone kommen mit iOS 13 im Herbst. Ich weiß nicht, ob es direkt im Herbst passiert, aber es wird demnächst passieren. Das hat ganz offiziell, welches Bundesministerium ist dafür zuständig? Ein Bundesministerium auch bestätigt in einer Pressemitteilung. Und was ich sehr spannend fand, man sei mit anderen Ländern bereits seit einiger Zeit mit Apple im Gespräch, dass das kommen wird. Das fand ich ganz spannend, dass man tatsächlich da so weit hinterher ist, schon eine Weile mit Apple darüber zu sprechen. Was heißt, der Personalausweis kommt auf das iPhone? Der hat ja schon so einen Chip integriert, der Personalausweis. Stellt sich heraus? Da war ich erstmal verwirrt. denn du hast die alte dünne Plastikkarte. Ja, mit von Papierkarte, die laminierte Version. So. Von 2000 ist das, glaube ich. Nächstes Jahr brauche ich einen neuen. Da ist noch so ein Reichsadler drauf, oder? Ist das denn, ist der von der von der GmbH? Ja, neue haben so einen NFC-Chip, aber ich bin mir nach wie vor verunsicher. Heißt das, also ist die Idee davon tatsächlich, dass ich mich dann mit dem iPhone ausweisen kann, oder ist die Idee eher davon, dass das iPhone dann so ein Kartenlesegerät wird? Also das ist, dass ich weiterhin, wenn ich irgendwas unterschreiben wollen würde, was aktuell ja auch, glaube ich, nach wie vor nirgendwo geht, ja, ist dann nicht eher der Trick, dass ich jetzt den Ausweis gegen das iPhone halte und dann ist alles irgendwie tödlich? Ich glaube, dass das so rumläuft. So, diesen Chip, der hat sich bisher noch nicht durchgesetzt, weil man nämlich so ein schweineteures Lesegerät für den Computer braucht. Also die Idee ist ja, dass du dich mit deinem Personalausweis im Internet ausweisen kannst. Also dass du sagen kannst, hier ist wirklich die Person, die diesen Ausweis zumindest gerade in der Hand hält. Und da man ja auf seinen Ausweis aufpassen sollte und ihn nicht durch die Gegend verschenken, ist die Chance relativ groß, dass auch die Person, der Ausweis gehört, dann den jetzt gerade gegen das Lesegerät hält und sich damit ausweisen kann. Zum Beispiel für Online-Dienste von Behörden ist das so eine Geschichte. Oder um Konten zu eröffnen für Postident-Geschichten und so. Da wird das manchmal angeboten, dass man das auch mit einem Personalausweis machen kann. Aber wie gesagt, man musste sich dafür privat selber so ein Lesegerät anschaffen, was man mit dem Computer verbunden hat. Und das haben eigentlich, es hat einfach niemand gemacht. Aber geht das irgendwo wirklich? Ich meine, du bist jetzt ja unlängst, hast du den Wohnort gewechselt und bist ja nach Kiel gezogen. Ja. Ging das hier? Hättest du das irgendwo machen können? Digital? Ja? Nein, ich muss dahin. So, zum Wohnortwechsel. Also du musst vorstellig werden. Das geht nicht anders. Ich fand halt so lustig, dass ich nicht wenigstens schon alle Daten und so hätte mal eintragen können online. Das hätte meiner Meinung nach kommen können. Also dass ich sage, das ist meine alte Adresse, das ist meine neue, ich wohne seit dem und dem da und da. Das heißt, ich hätte beim Amt kurz auftauchen müssen. Einen Termin muss man sich ja eh machen, hätte dort in das Amtszimmer spazieren müssen, der hätte sich nochmal meinen Ausweis angeguckt, die neue Adresse draufgepackt und dann hätte ich wieder gehen können. So war ich dann doch eine Stunde da mit Wartezeit und so und er hat dann die Daten für mich ins System eingetippt und solche Geschichten. Ist das nicht so geil, dass sie die irgendwie ins System drucken, dann aber nochmal analog ausdrucken? Genau, ausdrucken, dann mir hinlegen, dann kontrolliere ich das, dann unterschreibe ich das und dann scannt er das wieder ein. Genau, ja. Das war, wow. Das ist ganz komisch. Da möchte ich mal meinen Wohnort Alten Holz loben. Letztes Jahr habe ich einen neuen Reisepass beantragt und die haben da immerhin schon so ein Touchpad, auf dem ich unterschreiben kann. Ja. Oh. Guck mal an. Und die haben da sogar auch an jedem Arbeitsplatz einen Fingerabdruckscanner. Also insgesamt war es sehr nett. Ich habe mich auch eine Weile mit dem Herrn unterhalten und musste da auch nicht ganz so viel Bußgeld bezahlen, weil ich mich zu spät umgemeldet habe. aber wie gesagt, ich war da doch etwas erstaunt, wie undigital das dann teilweise doch noch abläuft. So. Und hätte ich jetzt einen neuen Personalausweis beantragt, hätte ich auch noch meinen Fingerabdruck einlesen müssen, weil der inzwischen Pflicht ist. Okay. Was ich auch irgendwie seltsam finde. Also ich konnte bei meinem Personalausweis noch entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, und wie gesagt, da lag auch so ein Ausweislesegerät bei dem auf dem Tisch.
um Personalausweise zu bestätigen und Identitäten und solche Geschichten. So, und meine Vermutung ist jetzt, dass das iPhone dieses Lesegerät ersetzt. Ganz sicher sind wir uns allerdings auch nicht. Das wird sich dann zeigen, wenn die Funktion wirklich kommt. Das heißt, auf dem iPhone befindet sich dann eine App, die auf den NFC-Chip des iPhone zugreifen kann. Die Ausweis-App 2. Ja, was auch immer die Ausweis-App 1 war. Beta. Beta, ja. Ich mache das hier mal Live-Recherche. Ich gucke, ob es die überhaupt gibt. Ich glaube, die gibt es noch nicht für iOS. Und dann halte ich, dann gehe ich zum Beispiel mit meinem iPhone auf eine Webseite, wo ich mich mit dem Perso bestätigen könnte. Und okay, ich kenne genau zwei Cases. Ja. Einmal der PlayStation Store. Richtig. Und ich glaube, bei der ZDF Mediathek habe ich mich damit dann. Richtig, genau. Um den Tatort oder was auch immer, ja, ab 16 schon vor 20 Uhr zu gucken. Genau. Und das wären zum Beispiel so zwei Funktionen, wo du dann und einfach. Da muss ich nicht mehr die Nummern eintippen, sondern halt einfach mein. So wie ich es verstehe und so wie ich es mir eigentlich im Jahr 2019 wünschen würde, würde es reichen, wenn du dein Perso gegen dein iPhone hältst. Fertig. So. Und dann vielleicht auch noch mit Face ID bestätigen, dass du es bist. So. Fertig. Ähnlich wie Apple Pay. Kann das nicht Sign-in with Apple übernehmen? Ich weiß nicht, ob die Bundesbehörden schon so weit sind. Nein, vielleicht beantragen sie jetzt ihren Perso mit Sign up with Apple. Ja, aber vielleicht sowas wie die Mediathek oder so. Achso. Ja, also, weil grundsätzlich um Apple Pay, also man könnte es ja, also wer so ein Apple ID hat, hat ja mit hoher Wahrscheinlichkeit da auch irgendein Zahlungsmittel hinterlegt. Und für die allermeisten Zahlungsmittel musst du ja schon mal einen Altersnachweis erbracht haben. Das könnte ja in so einer Autorisierungskaskade quasi vielleicht passieren. Übrigens, ich habe nachgeguckt, ist das Bundesinnenministerium, was dafür zuständig ist. Ah, sehr gut. Und aktuell werden da, es gibt diese Ausweis-App, die gibt es für Android. Mhm. Eine Firma, die Governicus heißt. Okay. .de. Bastelt die Ausweis-App 2 für den Bund. Das Ganze findet man unter ausweisapp.bund.de. Man kann sich da per Mail an ausweis-app2, die Ziffer 2, @governicus.de für den Feldtest iOS anmelden. Feldtest, also das machen wir doch direkt mal, oder? Wie war die Adresse? ausweis-app2@governicus.de, also wie Government, ne? Also mit V, governicus.de. Governicus. Da wird mich ja mal, also da müssen wir doch mal hier, ne? Wie heißt die? Netzpolitik drauf ansetzen. Nicht sicher, das ist ja schon mal geil. Aha. Keine HTTPS. Und die weisen unter anderem darauf hin, dass aktuell man ein Kartenlesegerät benötigt, um diese Funktionalität nutzen zu können, also von dem, was sie jetzt planen, und empfehlen da von der Firma Rainer SCT den Cyberjack Wave. Und so ein verdammtes Lesegerät kostet einfach mal 130 Euro. 130. Geht dafür auch per USB und nicht nur per Bluetooth an so einem iPhone. Aber 130 Euro für so ein Lesegerät. Dafür hat es ein großes beleuchtetes TFT-Display und kommt an einem edlen Design. Hier übrigens steht auch jetzt Android-Smartphone als Kartenlesegerät einsetzen. Das ist genauso, wie wir eben gesagt haben. Ja, da wirst du das iPhone dann als statt dem Kartenleser nutzen können. So. Ja. Bist du noch auf der Webseite für ausweis-app.bund.de gerade zufällig? Bin ich. Wenn du weiter runter scrollst, da ist so ein YouTube-Video eingebettet. Da kann man diesen Rainer Kartenleser in seinem edlen Design schon mal sehen. Gut. Wo konnte ich mir jetzt für die iPhone iOS Beta? Per Mail. Achso, okay, gut. Ja. Gut, ja, so viel zum Thema Ausweis, ne? Ja, also spannender wird es natürlich, wenn man dann irgendwann das genau andersrum hat, ne? Dass man tatsächlich dann mal Karten im iPhone hinterlegen kann und die dann über die NFC-Schnittstelle rausgehen. Ich sehe ein, dass es mit dem Ausweis kritisch ist, so, Sicherheitsbedenken, ja, vielleicht. Ja, aber der NFC-Chip im Ausweis ist ja auch nicht sicherer. Also wenn da wenigstens Face ID dahinter wäre, wäre es sicherer, weißt du? Ja, aber der Ausweis hat ja noch irgendwelche anderen tollen Sicherheitsmerkmale, mit dem Hologrammdruck und hast du nicht gesehen. Achso, das meinst du. Ja, klar. Ja, aber ich würde ja schon praktisch finden, also klar wird der für eine Polizeikontrolle wird es nicht reichen, wenn ich mein iPhone vorzeige. So. Aber wenn das iPhone jetzt als Kartenlesegerät dient, wie geil wäre denn das, wenn es jetzt auch einfach
der Ausweis da drin speicherbar wäre und dann ohne. Ja. So, ne? Also ich meine, mit meiner Kreditkarte geht das ja auch, die nicht ganz unsicher, also sicherheitsunrelevant ist für Apple Pay. Ja. So. Bots, da fällt was runter. Das muss so sein. Aber ja, da geht noch einiges, was NFC so anbelangt. Und naja, ich weiß, ist es Japan, wo sie jetzt ÖPNV-Karten da mit drin haben? Genau. Ja. So, sowas wäre sinnvoll. Ich meine, ist natürlich für Deutschland völlig irrelevant, weil ich glaube, es gibt kein ÖPNV, wo man sich mit NFC irgendwo authentifizieren könnte. Das fand ich in Holland, Niederlande, tatsächlich großartig. Ich bin da vor vier Jahren, bin ich da ein bisschen Bahn gefahren. Und da kauft man gar keine Tickets, weil es halt auch gar keine unterschiedlichen Preise gibt für die Strecken, die man so benutzt. Und das kostet halt das Geld, was es halt kostet. Und man hat so eine Karte dabei und da sind überall so Touchpoints, beziehungsweise in einigen Bahnhöfen sind die Leser auch stark genug, dass die das so aus der Hosentasche auslesen, quasi, wenn du durchgehst. Und du checkst quasi in einen Bahnhof ein und checkst am nächsten Bahnhof aus und fertig, haben wir darüber abgerechnet. Das fand ich super. Ja. Während hier ist es ja schon die Hölle herauszufinden, wie ich eigentlich am günstigsten von Kiel nach München fahren kann. Ja. Ja. Und was passiert, wenn ich einfach nicht bekomme? Von Kiel zu fahren. Ich. Wunderpunkt. Ich wollte mal auszählen, wie viele Klicks ich machen muss, um per PayPal mir ein Bahnticket zu kaufen. Ich muss, glaube ich, allein dreimal eine Übersichtsseite weiterklicken, insgesamt in diesem Durchklickprozess. Also erstens suche ich mir eine Verbindung raus, dann klicke ich dort auf Angebotsauswahl, dann suche ich mir dort eine der Züge und Verbindungen raus, dann lasse ich mir alle Preise anzeigen, dann wähle ich den Preis, den ich gerne hätte, dann komme ich auf so eine Übersichtsseite, wo nochmal alle Daten aufgelistet sind, das Datum, welche Verbindung, was das jetzt kostet, welche Bahnbonuspunkte ich kriege, dann klicke ich auf Weiter, dann wähle ich aus, in welcher Form ich bezahlen möchte, dann wähle ich zum Beispiel PayPal aus. Dann geht es mit einem Klick auf Weiter zu PayPal. Dort muss ich mich dann natürlich anmelden, was ich auch ganz gut finde. Dann geht es durch diesen PayPal-Prozess, der nochmal 5 Klicks bedeutet. Dann geht es zurück in die Bahn-App. Dort sehe ich dann nochmal eine Übersichtsseite, wo nochmal alle Daten aufgelistet sind, wo ich nochmal sehe, mit welchem Bezahldienst ich bezahlen möchte und welchen Zug ich zu welchen Zeiten nehme. Und dann kann ich jetzt bezahlen klicken. Und dann ist im Moment so, dass das eine 50-50-Chance ist, dass die App auch den Bezahlvorgang abschließt und mein Ticket bucht. Denn die Hälfte der Zeit stürzt sie dann einfach ab. Unabhängig von iOS 13 übrigens. Das macht sie auch mit iOS 12. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Warum wolltest du Zug fahren? Ja, das frage ich mich dann auch jedes Mal, wenn ich das mache. Wo fährst du hin? Zum Beispiel nach Neufinster. Ach ja. Also ich sag mal, bis du in der App da dein Ticket geklickt hast, bis Berlin schaffe ich es mit dem Auto in der Zeit. Ja, ich glaube auch. Vor allem, wenn es noch dreimal abbricht dabei. Ja. Ja, neulich kam dann keine PayPal-Bestätigung per Mail. Ich hatte schon mich gefreut, dass ich kostenlos Bahn gefahren bin. Die kam dann einfach ein paar Stunden später. So weiß ich auch nicht, was da los war. So, normalerweise kommt die ja sofort, wenn man was mit PayPal bezahlt. War das so kaputt. Wenn wir schon dabei sind, nach diesem Mobilitätsthemen. Diese Preise bei der Bahn. Ja. Das ist, also ich habe das, mir ist das schon klar, dass das ein absurd alles ist. Mir ist es gerade nochmal jüngst nochmal bewusst geworden, weil ich nächste Woche vom Zeitpunkt der Aufnahme hier an, reise ich in die Schweiz. Berührt sie miteinander. Nach Genf, also in der Nähe von Genf. Stellt sich raus, es gibt gar keine so gute Fluganbindung von Hamburg nach Genf. Da gibt es irgendwie, ich glaube, genau eine am Tag, die direkt fliegt. Und das, die ist zu ungünstigen Zeiten. Ja. War das die, wo die andere über Norwegen fliegt oder so? Ja, die zeitlich günstigste für mich ist aus Hamburg starten nach Kopenhagen immerhin. Nicht ganz Norwegen, aber Kopenhagen. Und von Kopenhagen direkt nach Genf. Die passt zeitlich gut für mich, habe ich nicht genommen, weil ich das kriege ich nicht hin. Das ist ähnlich wie mit den App-Icons auf dem iPad zu gehen. Ich kriege es nicht hin, erstmal in die wirklich komplett gegenüberliegende Richtung zu fliegen. Naja, du müsstest ja, also musst ja erstmal 100 Kilometer nach Süden, nach Hamburg. Ja, dann ziehe ich 300 Kilometer nach Norden und dann 1200 in Süden. Den Weg, den meine Pakete regelmäßig gehen, aber logistisch scheint es irgendeinen Sinn zu ergeben. Ja, das war auf jeden Fall nicht, ich fliege jetzt über Frankfurt, so, das ist zumindest so grob in der Richtung. In der engeren Auswahl, um das zeitlich alles rechtzeitig zu schaffen, standen auch die Flughäfen Charles de Gaulle in Paris und wie auch immer heißt in Barcelona. Ja. Aber ich habe dann Frankfurt genommen. Letztlich, weil es die Lufthansa ist, dass ich da weiß, was ich habe und nicht mit Never Come Back Airlines irgendwie. Also das andere war eine Airline, die ich nicht mal kannte, deshalb fand ich irgendwie fischig. Wo ich auf jeden Fall hinaus wollte. Der ganze Krempel kostet jetzt ungefähr 300 Euro, dieser Flug hin und zurück. Mhm.
Und aus meiner Verzweiflung, weil ich lange dachte, die einzige Möglichkeit wäre tatsächlich über Kopenhagen zu fliegen, die einzige sinnvolle Möglichkeit, habe ich nach Zügen geguckt, nach Genf. Und ja, natürlich fahren die sowieso schon mal gefühlte 3 Tage darunter. Aber wäre mir egal gewesen. Hätte ich dann tatsächlich jetzt für dieses Experiment, ich hätte ein Experiment draus gemacht, hätte ich dann von mir aus noch Montag und Freitag, ich bin 3 Tage unterwegs, Montag und Freitag freigenommen und er wäre hin und zurück mit der Bahn gefahren. Ja. Stellt sich raus, der günstigste Preis, den ich gefunden habe, 749 Euro. Mhm. Ich kann mit 2 Personen und einmal, zumindest für eine Person, am Flughafen McDonald's essen. Kann ich fliegen, bevor ich beim Preis von einmal Zug fahren bin. Ohne beim Bordbistro dir ein Käsebrot geholt zu haben. Ja. Ja. Und auch nicht so Last-Minute-Quatsch, ne? Also ich habe das 5 Wochen im Voraus. Ja. Ja. Ja, die denken halt Schweiz, da hast du Geld, wenn du dahin willst und deswegen kostet das ein bisschen mehr. Ich habe die Hotelpreise gesehen. Wenn du nicht arm bist, wirst du da arm. Ja, neulich habe ich auch, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, die finnische Bahn, einen Screenshot gesehen, die tatsächlich genau auswählen lässt, welche Sitzart du haben möchtest, bis ins kleinste Detail mit Fahrtrichtung und auch, ob du ein Kleinkind oder einen Hund dabei hast, das kannst du mitbuchen, so, was ja über die App unmöglich ist. Schönen Gruß an Thomas, ja, unser genau, Bürohund. Der arme Sammy darf, also Thomas würde gerne für den auch ein mobiles Ticket buchen, geht aber nicht. Klar, ein Hund hat kein Handy, verständlich, aber ein Hund hat immer ein Härchen, wenn es im Zug durch die Gegend fährt, hoffe ich zumindest. Man kann ja nicht mal so ein Abo klicken. Also für Menschen und auch für also in Schleswig-Holstein ist es so, dass man für den Hund ein Kinderticket lösen muss. Und natürlich kann man das Kinderticket auch als Monatsticket oder Jahresticket buchen, aber nicht, wenn man es für einen Hund buchen möchte. Richtig, genau. Dann geht es eben wiederum nicht. Dann geht es wohl in Einzelfahrten. Sonst würde man dem Hund ja noch die Monatskarte umhängen um den Hals oder so. Ja. Dann würde Sammy wahrscheinlich auch alleine ins Büro kommen. Wahrscheinlich scheitert es wirklich daran, weil man für die Monatskarte ein Foto braucht. Ja. Wahrscheinlich scheitert es wirklich an irgendwie sowas. Wir haben genug Fotos von Sammy, wir können eins reinmachen. Ja. So Pfotenabdruck. Genau. Statt der Unterschrift. Ja, ja, da muss ich auch noch einiges tun. Ja. Aber wir kommen vom Thema ab. Wir wollen nicht die Bahn digitalisieren. Das wäre etwas. Das sollen die mal schön selbst machen. Ich wäre auch ein Job, den ich nicht annehmen würde, muss ich gestehen. Die Bahndigitalisierung? Ja. Ich würde nichts bei der Bahn machen beruflich, glaube ich. Ausgesorgt. Auf jeden Fall in Arbeit. Das Leben ja, ja. Und ich würde mir das auch so gut bezahlen lassen, dass ich dafür ausgesorgt hätte. Wahrscheinlich kannst du den Vertrag dann aber auch mit dem Ausweis unterschreiben. Über die iPhone-App. Ja, ja. Also ich melde mich nachher mal für diesen Beta-Test an. Ja, ich habe es auch schon versucht, mal gucken, ob die da irgendwie drauf reagieren. Ich habe meine @MacLife die Adresse genommen, um das irgendwie. Hast du dazu geschrieben, dass wir von der MacLife sind? Also, dass das vielleicht. Ja. Okay, gut. Guck, ob das förderlich oder das Gegenteil bewirkt. Aber naja. Ich mach's mal inkognito. Ja, mit der die privaten. Ja, das bestimmt. Mit der privaten Posteo-Adresse. Ja, genau. Jetzt hast du auch schon ungefähr verraten, welche Adresse da kommt. Also, ich mach dir den Mail auf und so, ja, so ein gut Mensch da wieder mit diesem Posteo-Quatsch. Ja, krass. Der kriegt erstmal gar nichts. Der kriegt gar nichts, genau. Der kriegt erstmal einen Fax zurück. Ja, wäre immerhin sicher. Das ist ein Quatsch. Dieser Podcast, Live Quadrat, hat gelegentlich einen Sponsor mit an Bord. Das ist diesmal auch der Fall. Und zwar ist es KMP. Die kommen, soweit ich weiß, grundsätzlich aus dem Drucker-Zubehör-Business, machen inzwischen diverses Zubehör rund um iPhones und sonstige Apple-Gadgets herum. Und da habe ich mich in aller Ruhe zu Hause hingesetzt und habe länger gesprochen mit Julia und André von KMP, darüber, was die so vorhaben. Und die sind so ein bisschen auf dem Weg, gerade grünere Produkte anzubieten. Also nicht von der Farbe her, sondern von der Ökologie her. Jetzt eine grüne Smartphone-Hülle. Tatsächlich gibt es auch in grün, aber das steckt ein sehr flacher Gag nur drin. Ja, mit Julia und André habe ich da länger gesprochen. Und das Interview dazu hört ihr jetzt. Ich habe mich heute zu einer Skype-Konferenz verabredet mit Julia Angermeier und André Storms von KMP. Julia, André, wer seid ihr? Was macht ihr so bei KMP? Genau, also erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Wie du schon sagtest, ich bin Julia Angermeier
Ich bin unsere Produktmanagerin für unsere Produktlinie KMP Lifestyle und ich steuere und koordiniere diese Produktlinie und bin eigentlich von der Produktplanung bis hin zur letztendlichen Produkteinführung da völlig am Start. Okay, mein Name ist André Staub, ich bin als Verkaufsleiter hier unterwegs und ich bringe dann die Produkte, die von der Julia, ja, von den Abläufen her in der Produktion fertiggestellt werden, ins Lager kommen, dann dementsprechend in die Läden draußen, in die Filialen, in die Stores und ja, trage meinen Beitrag dazu, dass wir draußen ja marktgerecht vertreten sind und dass man überall unsere KMP-Lifestyle-Produkte findet. Das heißt, du, Julia, musst dafür sorgen, dass die Produkte halten, was André verspricht. Ja, genau. Genau. Oder andersrum. Ja, korrekt, das wollte ich auch gerade sagen. Und ich halte andersrum, dass wir diese Dinge umsetzen können, die wir hier am grünen Tisch verabschieden. Genau. Menschen, die sich mit Computern beschäftigen und das auch schon ein bisschen länger tun und die MacLife lesen, sind schon häufig über den Namen KMP gestolpert. Aktuell seid ihr mit KMP Lifestyle größer im Geschäft mit Zubehör rund um Apple-Produkte, kann man, glaube ich, so sagen. Das ist aber nicht das, wo ihr so herkommt, sondern? Das ist richtig. Also mit dem Thema Apple-Premium-Zubehör beschäftigen wir uns seit 2016. Alles rund um Schutz und Aufbewahrung, das heißt Taschen, Glasschutzprodukte und Cases. Über die verschiedenen Apple-Geräte wie iPhone, iPad, MacBook haben wir das über die Generationen 2016 immer wieder optimiert. Aber unsere Herkunft haben wir aus dem Bereich IT-Supplies. Und das ist auch der Grund, warum wir mit einer neuen, ja nicht Marke, sondern mit einer neuen Produktlinie zum Ende 2017 zur IFA das Ganze vorgestellt haben. Während also auch Apple auf der Keynote über Nachhaltigkeit gesprochen hat und so weiter, haben wir schon vorab zur IFA Anfang September diese Produktlinie vorgestellt. Diese Produktlinie heißt, ihr deckt grundsätzlich alles ab, was irgendwie Apple-Geräte sind, richtig? Ich kriege bei euch iPad-Hüllen, ich bekomme iPhone-Hüllen. Ja, das ist vollkommen richtig. Wenn du Besitzer eines MacBooks bist, iPhones, iPads, wir haben eigentlich immer das perfekte Accessoire für dich, genau. Ja, also ob es Cases sind oder ob es Taschen zur Aufbewahrung sind und so weiter, produzieren wir halt über die komplette Bandbreite. Ja, genau. Und jetzt seid ihr soweit, dass ihr einen neuen Schritt geht, der auch so ein bisschen dem Zeitgeist ein bisschen mehr entspricht als dieser, ich sag mal, ganze Wegwerfschrott, den man sonst so am Markt bekommen hat. Und setzt auf nachhaltige Produkte und nachhaltige Produktion vermutlich ja auch, richtig? Ja, genau, das ist korrekt. Wir haben nämlich festgestellt, dass es leider Gottes heutzutage die Gesellschaft eine komplette Wegwerfgesellschaft ist, möchte ich jetzt einfach mal so nennen. Wir kaufen irgendwas und ja, eigentlich mit dem Hintergedanke, ich kaufe es jetzt nicht für immer, weil wenn es kaputt geht, dann kaufe ich ein halt neues. Somit belasten wir die Umwelt enorm. Ich glaube, das sind sich viele Endverbraucher gar nicht so bewusst. Und wir haben uns einfach gedacht, hey, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, den Endverbrauchern richtig cooles, edles Produkt zu liefern, aber auch trotzdem irgendwie der Natur was Gutes zu tun. Und das ist eben unsere nachhaltige grüne Serie, wie ich so schön sage, in der wir, denke ich, das sehr gut kombinieren, dass wir den Endverbrauchern super tolles, schlichtes, edles Design liefern können, an das sich auch Apple sehr orientiert, diese Schlichtheit. Die ist auch uns sehr wichtig, dass das Produkt nicht klobig wirkt, ja, leicht zu handeln ist und natürlich auch sehr edel und hochwertig aussieht. Genau. Das ist so unser Hintergedanke dabei. Und ich sage auch immer so schön, wir sind keine Weltverbesserer, aber ich denke, wenn wir schon ein Stück weit dazu beitragen können für eine bessere Welt, dann ist es schon sehr, sehr viel wert. Genau. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich jetzt schon vorgreife. Ansonsten will ich jetzt einfach mal weiterreden. Bitte, bitte. Okay. Unser Konzept ist jetzt nicht nur das Produkt an sich selbst. Natürlich ist auch vieles drumherum, wie zum Beispiel die Verpackung, die ganzen Zertifizierungen und die Tests. Bei der Verpackung legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass diese FSC zertifiziert ist. Das heißt, der Karton wurde bereits schon mal recycelt und wird wiederverwendet. Das ist uns sehr, sehr wichtig.
Gleichzeitig sind unsere Produkte auch sehr hochwertig, indem sie zertifiziert sind, diesen sogenannten Military Drop Test. Ich weiß nicht, ob sich da jeder was darunter vorstellen kann. Da wird dieses Case aus 1,2 Metern Höhe 26 Mal runtergefallen. Und im besten Fall sollte es natürlich nicht kaputt gehen. Unser Test tut es nicht, Gott sei Dank. Und genau, das ist so eine kleine Aufzeichnung. Genau, also auch die Hardware, ja. Das heißt, diese Test muss es 26 Mal, muss die Hardware das auch überstehen, genau, dass sie ohne Kratzer davon kommt. Und dann bekommst du diese Zertifizierung. Okay, das wollte ich gerade nachfragen. Das wäre ja schön und gut, wenn das Case heil bleibt, aber im zweiten Zappel ist mein iPhone wichtiger als die Hunde, die ich gekauft habe. Das glaube ich. Nee, das war jetzt von mir ein Kommunikationsfehler. soll natürlich das Gerät heil bleiben, ne? Und das tut es auch, Gott sei Dank. Unter anderem haben wir dann auch dieses, ich weiß nicht, ob das andere nur sagt, einen Hardness-Test. Also wir nennen jetzt dieses Anti-Scratch-Level. Zum Beispiel bei unserer Skin oder bei unserem Clear Case. Das heißt, da wird getestet, welche Härte dieses Case hat. Ist zu vergleichen wie mit so einer Bleistiftmine. Gibt es ja auch 9H oder 6H, je nachdem wie hart dieser Bleistift ist. Und alles, was unter oder über 9H ist, zerkratzt nicht oder zerkratzt dann eben. Und wir haben eben ein sehr hohes Anti-Scratch-Level. Und damit ist auch eine Gewährleistung von schnellen Kratzern nicht gewährleistet. Genau. Das heißt, ihr habt jetzt eine Chance, dass eure Hülle auch, dass das Leben meines iPhones oder iPads überdauert. Wer den Podcast hier häufiger hört, weiß, dass ich seit Jahr und Tag mein iPhone nackt durch die Gegend trage, ohne eben Hülle. Aber mein iPad, das genaue Gegenteil, bin ich noch nie ohne Hülle benutzt. Ich habe das schon viel ausprobiert und bisher war mein Hauptproblem immer, dass die Hüllen dann irgendwann durch sind. So ein iPad nutze ich so 2-3 Jahre, bis ich dann ein neues benutze. Ja. Das heißt, Nachhaltigkeit ist nicht nur so die Herstellung, sondern auch Langlebigkeit der Produkte. Ja, also wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Das heißt, wir setzen auch selber Maßstäbe für uns an das, was wir erfüllen möchten und spielen diese Dinge natürlich auch mal im Alltag durch. Und da versuchen wir, den Qualitätsstandard sehr, sehr hoch zu halten, obwohl wir jetzt mit alternativen Rohstoffen arbeiten. Das heißt also nicht, dass das Produkt an Qualität verlieren muss, sondern im Gegenteil. Wir bekommen bei manchen Produkten sogar ein Upgrade hin. Genau. Also beispielsweise eine Sleeve, die wir mittlerweile überarbeitet haben, ja, mit Fallschutz etc., die bietet eine höhere Stabilität als beispielsweise Taschen, die wir vorher schon im Sortiment haben, die auch von der Qualität her schon sehr, sehr gut gewesen sind. Und ist zugleich noch optimiert worden dadurch, dass sie wesentlich dünner ist. Auch ja. Schützt mehr. Also das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Genau. Funktioniert denn irgendwas nicht, was vorher funktioniert hat? Also allgemein, gibt es irgendwie Produkte, die ihr mit diesem nachhaltigen Konzept bisher nicht abbilden könnt, weil dann da doch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendein Weichmacher irgendwas fehlt? Also was wir beispielsweise nicht hinbekommen, ist, dass wir einen Käse herstellen, was wir letztendlich auf dem Komposthaufen legen und was sich von alleine auflöst. Weil bei uns geht immer noch die Sicherheit und der Schutz steht natürlich absolut im Vordergrund. Also so etwas können wir hier für uns im Moment natürlich nicht realisieren. Sind aber, muss ich auch dazu sagen, dabei, dieses sogenannte Biodegradable Case, das sich dann irgendwann selbst in die reinen Bestandteile wieder zersetzt. Es ist schwierig, tatsächlich da ein sehr schönes Design zu finden, denn leider Gottes sieht das Design meistens nicht so toll aus, aber ich möchte nicht so viel verraten, aber wir haben da eine sehr gute Lösung gefunden und sind da auf jeden Fall dran, ein tolles Design zu bekommen und auch nochmal eine Optimierung des zersetzten, sage ich jetzt mal, des Cases. Ja, genau. Das ist eigentlich auch eine ganz, ganz schöne Vorstellung, dass ich, wenn ich ein neues iPhone kaufe und deswegen das alte Case verpasst, das einfach mit in den Blumentopf reinstecke und dann hat es erledigt irgendwann. Ja, genau. Ja, was man in diesem Zusammenhang einfach erwähnen kann, dass renommierte Marken wie zum Beispiel Adidas produziert aus Ozeanmüll oder die Automobilindustrie verwendet mittlerweile Bioleder. Und da können wir halt auch einfach sehen, dass die mit alternativen Stoffen, mit denen sie arbeiten, keineswegs einen Qualitätsverlust aufzeigen. Genau. Ich kann jetzt... Ja, bitte. Nein, bitte, erzähl ruhig.
Ich kann jetzt mal an einem Beispiel ein bisschen veranschaulichen, sonst heißt es ja, was benutzt denn die jetzt eigentlich so? Ne, warum sind eure Produkte nachhaltig? Ich würde anhand von zwei Produkten mal ein bisschen veranschaulichen. Einmal dieses Spotty Case bei uns. Das besteht aus zwei Komponenten, kann man sagen. Wir benutzen bei diesem Case oder haben bei diesem Case keinerlei Klebstoffe benutzt. Das heißt, dieses Case kannst du in die zwei Bestandteile, aus denen es besteht, wieder komplett zersetzen, sage ich jetzt mal, auseinander pflücken und kannst es dann wirklich entsorgungsgerecht entsorgen. Das heißt, die meisten sind sich gar nicht bewusst, wenn ich mir jetzt einen Case kaufe, die schmeißen es einfach in die Mülltonne rein, ne, den Restmüll. Ja, okay, was passiert dann mit dem Case? Die meisten Cases sind so verklebt mit zig Schichten an Klebstoffen und ganz viel Plastik und keine Ahnung, was noch drin ist. Und wissen dann gar nicht, dass diese Entsorgung extrem schwer ist und unsere Umwelt total belastet. Wir machen es einfach und lassen dieses Case sich selbst entsorgen, sozusagen. Ne? Also der Endverbraucher, der pflückt es einfach nur, schmeißt es artgerecht in den Wertstoffhof oder in den gelben Sack, je nachdem, welches Entsorgungsprinzip die haben. Und es ist artgerecht entsorgt oder sorgungsgerecht entsorgt, genau. Das wissen vielleicht auch viele gar nicht. Ja? Die vernichten ihr Käse und werfen es in die Mülltonne. Aber eigentlich muss es auf einem ganz speziellen Weg entsorgt werden. Und das, was wir beispielsweise beim Sporty Case haben, ist diese Kategorie 7. Und die erlaubt es uns, ganz normal in den Wertstoffbehälter das Ganze zu legen und nicht speziell in gewisse Müllverbrennungsanlagen zu bringen und das nach einem anderen Maßstab dementsprechend zu entsorgen. Genau. Ja. Was vielleicht auch noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist, das Materialsourcing geschieht also in Europa. Ja, wir bringen keine Produkte, die vielleicht schon mit Giftstoffen oder sonst etwas beinhaltet sind, nach Deutschland, sondern das Materialsourcing geschieht komplett in Europa. Und ja, wo wir also auch wirklich sicher sein können, ja, wo wachsen diese Rohstoffe und so weiter. Das ist also auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für unser Konzept. Genau. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, ich habe mir natürlich die Produkte, die auf der Webseite sind, vorher schon mal angeguckt, um so ein bisschen informiert zu sein, worüber wir eigentlich so reden. Und habe auch viel darüber gelesen, was ihr alles anders macht oder was ihr, grüner macht als andere. Was ich ganz faszinierend finde, ist, dass eure Hüllen trotzdem, bis zu einem Schnitt gesehen, würde ich sagen, nicht teurer sind als andere. Was ist denn da so das Geheimnis? Gibt es da irgendwas zu erzählen oder ist das irgendwie Staatsgeheimnis quasi? ich denke, so ein starkes Geheimnis gibt es da gar nicht. Wir versuchen einfach wirklich gut zu kalkulieren. Dadurch, dass wir auch wiederverwertete Verpackungen benutzen, können wir da etwas sparen, in Anführungsstrichen. Also wir haben da gar kein so großes Geheimnis. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber wir sind jetzt nicht so frech wie andere Marken und hauen 80%, keine Ahnung was drauf und wollen dann diese 80% für uns, sondern wir sind ja wirklich auch sehr konsumentengerecht, würde ich mal sagen. Ja, es ist auch immer ein Thema, dass wir marktgerechte Preise finden. Ja, und da gibt es natürlich immer so Hürden, die man versucht auch mit dem Wettbewerb zu vergleichen und nicht unbedingt, also 50 € ist beispielsweise auch so eine Hemmschwelle, dass man einfach sagt, dieses Produkt sollte unter Umständen nicht teurer werden als diese nächste Zehnerschwelle oder sonst irgendetwas und immer noch schauen, wo sind die Wettbewerber unterwegs. Und der Vorteil dieser Ökolinie bringt uns halt Alleinstellungsmerkmale. Das heißt, unsere Produkte sind nicht im direkten Wettbewerb, aber wir versuchen trotzdem mit marktgerechten Preisen zu arbeiten. Denn dabei bleiben wir einfach, wenn Sie hören, seit 2016 sind wir in dem Bereich unterwegs, dann ist es ein Thema, dass wir recht jung sind in diesem Markt. Dass wir versuchen auch, uns zu positionieren und dann natürlich als junge Marke nicht mit enormen V-Kas da draußen und uns dementsprechend wiederzuspiegeln. Absolut. Preis-Leistungs-Verhältnis kann man es auf einen Punkt bringen. Genau. Ja, und da ist es doppelt und dreifach dann. Ne? Also wenn der Preis in Anführungszeichen so im normalen Marktbereich liegt, die Produkte aber auch noch gut sind und nachhaltig, dann spare ich im Zweifel ja auch als Kunde, weil ich nicht nach einem Jahr mein für 5 € bei Amazon durchgerocktes Hüllendings ersetzen muss, sondern eines habe, was wirklich die Lebensdauer meines iPhones auch mithalten kann. Ja, richtig. Und deswegen sind auch unsere Produkte
in speziellen Vertriebszweigen zu finden oder in speziellen Kundenstrukturen dementsprechend wiederzufinden. Also es ist nicht in jedem Markt gesagt, dass man mit diesen Produkten entert. Es ist ein Thema für jedermann, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen so die Philosophie des Händlers, des Handelskonzerns und so weiter. Passen diese Dinge mit rein? Oder das Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, auf Amazon für 5 € einen Käse zu kaufen, wo ich mir vielleicht nicht immer unbedingt einen Gefallen tue und es nach kurzer Zeit schon wieder auswechseln muss. Und wenn man dann auch mal sagt, ich investiere etwas mehr, weil ein iPhone ist ein teures Gerät, ja, da spielen sicherlich gewisse Faktoren eine Rolle am Ende des Tages, welches Zubehör ich dazu nehme. Aber wir müssen uns einfach im Klaren sein, das ist ein 1.000-Euro-Gerät. Und da passt halt nicht irgendwo der Schutz, die Qualität in ein Case mit hinein, was man draußen zu 5 € findet. Ja. Das denke ich auch, und das finde ich auch ein bisschen verwunderlich, denn ich kenne es so von Fahrrädern zum Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren mir ein neues Fahrrad gekauft, das auch nicht ganz günstig war, und habe den Händler auch gefragt, was Schloss ich dazu kaufen soll. Und der hat mir damals gesagt, oh, man muss immer so rechnen, 8-10% vom Fahrradpreis kriegt man ein passendes Schloss, was dann auch einigermaßen hält. Das umgesetzt auf sein Telefon hieße, dass das so eine Hülle bis 100 € kosten darf. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zeigt aber auch so, dass das vielleicht man mit 5 € auf dem Holzweg ist. Ja, also ich denke, wenn man so ab 20 € investiert, das geht auch häufig mit Glasschutz so. Also es gibt Glasschutzprodukte für 12 oder 15 €, aber da leidet halt die Qualität. Und das muss man halt auch so ein bisschen auch unterscheiden, ja. Welche Dichte hat es? Welchen Aufprallschutz lässt es zu und so weiter. Und das ist natürlich eine Qualitätssache, die man nicht immer nur zu einem günstigen Preis unterbringen kann. Ist einfach so. Ja, gerade auch so bei den Schutzgläsern und sowas, das habe ich auch gemerkt. Ich bekomme in die Redaktion relativ häufig so Testmuster geschickt von verschiedenen Herstellern. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber wenn in so einer Packung, auf der 7,99 € als Preis draufsteht, schon mal gleich 3 von diesen Schutzgläsern beiliegen, dann denke ich mir auch mal einen Teil nicht, sondern ja, okay, wahrscheinlich brauche ich diese 3 dann auch in absehbarer Zeit. Ja, genau. Genau, das kann dann immer wieder passieren. Ja. Du sagst gerade, dass es mit den Handelskanälen manchmal nicht so einfach ist. Ist sinngemäß gesagt, gibt es Menschen, die sich dagegen, also gerade am Handel auch, die sich dagegen verwehren, weil Produkte teuer sind oder weil sie grün sind? Oder gibt es da irgendwie Probleme? Oder ist es inzwischen so, dass der Zeitgeist so offen dafür ist, dass alle darauf gewartet haben und mit offenen Armen vor euch stehen und sagen, endlich kommt mal einer? Man spricht sehr, sehr häufig darüber, nur das, was man dann in die Tat umsetzt, sieht dann manchmal ein wenig anders aus. Ja, man findet die Zuneigung zu diesen Produkten und sagt, ja, Nachhaltigkeit, ich denke an meine Umwelt und so weiter. Aber wenn dann der Geldbeutel aufgemacht werden muss und dieses Produkt dann auch mal über die Ladentheke geht, dann ist es vielleicht doch das Referenzprodukt, was manchmal etwas günstiger angeboten wird. Aber im Großen und Ganzen haben wir natürlich in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind, und das ist überall dort, die das Thema Apple sehr, sehr hoch aufhängen. Ja, das heißt, die Apple Premium Reseller, die wir draußen finden, zum Beispiel Conrad, zum Beispiel Cyberport, das sind halt schon Handelskanäle, die sich diesem Thema natürlich sehr, sehr stark widmen. Otto, mit dem wir ebenfalls in diesem Bereich zusammenarbeiten, die ja schon in den Textilbereich eine gewisse Struktur verfolgen und seit langer Zeit mit ökologischen Textilien arbeiten, die sind natürlich sehr, sehr stark im Thema und die holt man relativ schnell auch für solche Konzepte ab. Ja, und ich denke auch, wenn ich damit anknüpfen darf, wenn man sich wirklich mit dem Thema Umwelt auseinandersetzt und auch wirklich, man will was Nachhaltiges kaufen, ich möchte ein hochwertiges Produkt für mein Case, für mein Mobilgerät haben, dann bin ich auch bestimmt bereit, ein bisschen mehr in Anführungsstrichen dafür auszugeben. Denn ansonsten würde ich mich damit nicht auseinandersetzen und wäre auch nicht dazu bereit, danach zu suchen. Wo gibt es denn solche Produkte, wer bietet so etwas an? Also ich kann vielleicht mal von meiner privaten Seite aus ein Beispiel dafür geben. Ja, der Ozeanmüll etc. ist im Moment weit von uns weg. Ja, wir haben nicht direkt das Meer vor der Türe und so weiter. Aber wenn ich dann in Urlaubsgebieten mich mal außerhalb dieser typischen Touristenszenen aufhalte, ja, wir machen das ganz gerne mit der Familie, wir gehen dann mal 10 Kilometer raus, fahren an andere Strandabschnitte und da habe ich in den letzten 2-3 Jahren schon das eine oder andere im Mittelmeer beispielsweise mal gesehen. Ja, wir sind in diesen Abschnitten unterwegs,
Da werden alte Paletten angespült, da wird Plastikmüll angespült. Und auf einmal ist dieses Thema sehr, sehr nah. Ja, dann sitzt sie in einer Urlaubsstimmung und auf einmal holt sie etwas ab, weil sie da zwei tote Fische dazwischen liegen, sehen und so weiter. Und hier auch dann für uns mal innerhalb der Familie darüber diskutieren und sagen, wo führt das eigentlich hin? Was wird unsere Kinder später mal erwarten? Und hier im Moment, wenn wir zusammen am Tisch sitzen oder hier auf der Couch sitzen, ja, für uns ist das Thema weit weg. Aber wenn wir mal in uns gehen und sagen, ja, es gibt die eine oder andere Endkunden draußen, die legen Wert darauf, im Reformhaus ja, ihr Sonntagsei zu kaufen, ja, ihren Liter Milch dort draußen zu kaufen. Und die zahlen auch 20, 30 Cent mehr dafür. Und wenn man das einfach mal umrechnet, auch auf unsere Produkte, ich glaube, da findet sich ein Weg, dieses Thema einfach nachhaltig mit einer großen Gruppe zu gehen. Das klingt, ja, da kann ich widersprechen. ich hätte noch eine Frage in Richtung so Produktentwicklung, weil es kam, kommt mir jetzt gerade die Idee, weil du sagtest vorher, da jemand von euch beiden sagte vorhin schon, brachte den Vergleich zur Autoindustrie, die jetzt auch versuchen nach und nach Stoffe durch nachhaltigere zu ersetzen. Bringt der Schritt zur nachhaltigen Produktion und zum Einsatz alternativer Rohstoffe, bringt das auch in dahingehend Vorteile für euch mit sich, dass man Produkte mal wirklich neu denken kann? Weil gerade um diesem Autovergleich zu bleiben, die bauen halt immer noch ein Auto. Und eigentlich kann ich das Auto, was jetzt gebaut wird, von dem, was vor 10 Jahren und streng genommen auch vor 30 Jahren gebaut worden ist, gar nicht wirklich unterscheiden. Selbst der Schritt in Elektromobilität und so, da bringt auch in der Hinsicht nichts. Autos sehen nach wie vor aus wie Autos. Und dann wird auch nicht, also für den Laien von außen gesehen, nicht viel neu gedacht. Wie läuft das bei euren Produkten ab? Ermöglicht euch das, dieser Schritt, was Neues, was Neuartiges? Ja, also wenn ich da einfach mal kurz vorgreifen darf, wir führen beispielsweise, oder nicht wir führen, wir arbeiten mit einem der größten IT-Systemhäuser Europas zusammen. Und dort verstecken sich eine ganze Menge Anschlussfirmenkunden, die auch zum Beispiel DAX-Unternehmen dabei sind und so weiter. Und dort sind wir beispielsweise sehr, sehr gut vertreten mit unseren Produkten. Das heißt, diese Flagge, die die Automobilindustrie wirklich hochhält, die setzen sie auch um und investieren sie auch in solche Produkte für ihre Mitarbeiter. Also da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungswerte und haben dort einen sehr, sehr stabilen Kundenkreis. Der Firmenkunde ist im Moment derjenige, der sagt, ja, ein solches Case in einer Preislage, wenn ich das jetzt einfach mal nenne, zwischen 20 und 30 Euro, das ist es mir wert, weil halt manchmal auch schon aus der Erfahrung heraus ein günstiges Case nicht die Haltbarkeit gehabt hat und, was wir jetzt dementsprechend den großen Vorteil haben, überhaupt keine Nachhaltigkeit bieten können. Einfach mal Interesse halber für mich, verrätst du oder verratet ihr, wie ist das verteilt prozentual, so Privatkunden und Firmenkunden bei euch? Also ich würde den Firmenkundenbereich im Moment bei 40% ungefähr ansiedeln. Das finde ich beeindruckend. Ja, das hat natürlich den Vorteil, dass wir ein, zwei starke Partner in dem Bereich gefunden haben, die dort sehr intensiv über eine langjährige Erfahrung auch agieren können und die feste Kunden mit dabei haben, die schon über Jahre dort Produkte einkaufen. Das ist eine Vertrauensfrage. Ja, das heißt, auch einzelne Industriekunden werden von unserer Seite aus bedient, aber ein solcher IT-Systempartner, der kann natürlich europaweit viel, viel mehr abdecken, als wir hier vom Schreibtisch aus erreichen können. Und das ist wichtig, mit solchen Partnern zusammenzusetzen und die entwickeln sich im Moment sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt hier diesen Podcast gehört habe und das alles ganz spannend und unterstützenswert finde, und jetzt auch so ein nachhaltiges Case von KMP haben möchte. Am besten kaufe ich das vermutlich direkt bei euch, richtig? Ja, genau. Also man kann ganz normal in unserem Online-Shop die Ware erwerben. Und da kann ich auch gerne mal die Internetseite durchgeben. Das ist www.kmp-lifestyle.com. Und genau, da können du und ich unsere ganzen Waren anschauen und ganz normal in den Einkaufswagen packen, was einen anlacht. Und wenn dann der Preis noch letztendlich stimmt und nicht zu viel geworden ist und dann mal wieder auf Löschen und Löschen geht, dann auf jeden Fall gar kein Problem,
Genau, wir führen dort auch regelmäßig Verkaufsaktionen durch und innerhalb von 24 bis 48 Stunden geht diese Ware direkt hier aus unserem Lager in Engenfeld auf den Weg innerhalb Deutschlands an den Endkunden. Genau. Wunderbar. Wollen wir noch ein bisschen über die Zukunft reden? Wo geht das alles hin? Wo führt uns das hin? Das ist eine gute Frage, aber ich denke... Dankeschön. Ich denke, da kann die Politik auch schon mal ein bisschen weiterhelfen. Ich möchte jetzt hier nicht zu politisch werden, aber allein schon in der Europawahl hat man jetzt letztens gemerkt, dass mehr als 20% der Stimmen an die Grünen gehen. Und ich denke, das ist schon mal so ein kleiner Aufschrei, in Anführungsstrichen, denn so viele hatten wir noch nie. Die Deutschen sind einfach in einer Aufbruchstimmung, nachhaltig zu werden und nachhaltig zu denken. Und alleine schon der Gedanke, hey, pass auf, irgendwas mache ich falsch in meinem Leben oder ich denke, ich könnte was ändern, um der Natur was Gutes zu tun. Alleine das schon hilft ungemein. Ich habe auch privat immer mehr den Eindruck, dass viele sich mehr Gedanken machen, hey, pass auf, vielleicht gehe ich doch da zu Fuß, nehme ich nicht das Auto, kaufe ich mir was, was teurer ist, aber ich dafür weiß, hey, das ist ja ein bisschen schonender hergestellt worden. Und daher denke ich, dass die Zukunft sehr, und wir hoffen es, sehr grün belastet ist. Ne? Also, dass wir auch ein Stück weit der Natur was zurückgeben können, was wir ihr jetzt leider schon genommen haben. Ja, ich glaube, wir können sagen, wir sind einer mit der Ersten, der diesen Weg in dem Bereich Smartphone-Zubehör momentan geht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wir haben starke, renommierte Marken, die ich eben schon mal erwähnt habe, neben uns. Und wir werden auch gefragt, ja, glaubt ihr an dieses Konzept und so weiter? Aber wenn es die großen Marken sind, die diesen Weg gehen, dann glaube ich, dass es dafür eine Zukunft gibt. Und wir nehmen auch die Erfahrungswerte unserer Kunden mit. Ja, wir sitzen regelmäßig in den Kundengesprächen oder unserer Geschäftspartner und dort kommen Ideen mitzutrage, die wir dann hier auch intern für uns bewerten, neben dem Sourcing, was wir hier nebenher schon tun, genau. Unsere neuen Produktideen. Und nehmen unsere Kunden, auch unsere Endkunden, da sehr, sehr stark mit ins Boot hinein und sourcen und entwickeln, designen neue Produkte, wo wir auch auf die Menschen ein wenig hören, die uns täglich begleiten in diesem Projekt und in diesen Prozessen, was das Thema Apple Zubehör angeht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade in dem Bereich Apple Zubehör noch einen Tick einfacher ist, als es anderswo ist, weil Apple selbst ja seit Jahren dieses Thema ins Rampenlicht gezogen hat und das für Apple-Kunden, zumindest diejenigen, die sich auch die Apple-Kinos oder was angucken, inzwischen schon Alltag ist, dass man Umwelt mitdenkt bei seinen Produkten. Ja, definitiv. Ja, Sie gehen den Weg vor und haben es in Ihrer letzten Keynote auch nochmal als sehr, sehr wichtigen Punkt mit hinzugenommen. Und das hilft uns natürlich unheimlich in solchen Dingen. Wenn du denjenigen hast, der den ganz großen Namen in diesem Markt vertritt, dass der nachhaltig denkt und wir ebenfalls zur gleichen Zeit mit diesen Produkten unterwegs sind, das ist ein enormer Anschub dafür. Ja, das supportet uns natürlich extrem. Das auf jeden Fall. Ich habe gerade noch von weiteren Planungen oder so etwas gesprochen. Also wir arbeiten auch gerade am Produkt, das nennt sich Smart to Glass. Und das ist eine kinderleichte Aufbringung von Glasschutzprodukten für den Endkunden draußen. Also ich gehe beispielsweise in eine Filiale und ohne, dass ich großartig Hand anlegen muss, sind die in der Lage, ja ab September von uns ein Produkt zu nutzen, wo sie kinderleicht das Glas aufbringen können. Und dafür verwenden wir ebenfalls keine aufwendigen Verkaufsverpackungen, sondern arbeiten mit Roll-Ups oder mit einem Poster, die darauf hinweisen, für welche Systeme das alles zu nutzen ist. Und so gehen wir auch da weiterhin unseren Weg und verzichten auf aufwendige Verpackungen. Du sagst gerade, dass man diese Folien dann in einer Filiale einfach aufbringen lassen kann. Was sind das für Filialen? Weil ich weiß, ihr habt doch kein Filialgeschäft selbst. Richtig, wir haben kein Filialgeschäft. Wir arbeiten mit vielen Apple-Händlern zusammen. Unsere Ware findet man auch draußen bei Cyberport beispielsweise. Wir führen momentan weitere Gespräche. Und auf der IFA werden wir dieses ganze Konzept ausrollen, ganz groß vorstellen. Und es gibt im Moment schon einige, die uns jetzt in der Entwicklung begleitet haben, denen wir das
Produkt schon mal im Trockentest gezeigt haben, die ein sehr, sehr hohes Interesse daran haben. Und natürlich nicht zu vergessen, der ganze Telekommunikationsbereich, also die Provider, wie ein Vodafone, wie ein O2-Shop, etc. etc. Das klingt am schlüssigen Konzept erstmal. Bitte? Das klingt erstmal am schlüssigen Konzept, würde ich sagen. Genau, das sollten wir aufgestellt haben, bevor wir uns nach draußen begeben. Das ist immer wichtig. Ja. Gut, Julia und André, haben wir was vergessen, was wir noch dringend über KMP erzählen sollten, was die Hörer dieses Podcasts dringend über KMP und die Produkte wissen sollten? Also an sich denke ich, jeder, der Lust hat auf ein tolles, edles, aber auch schützendes Case, Sleeve, was auch immer, der ist bei uns auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Und dann natürlich gleichzeitig der nachhaltige Gedanke. Jeder, der sein Gewissen, sagen wir es mal, ein bisschen bereinigen will, der ist bei uns an guter Stelle. Und wir sind auch natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen vertreten, wie zum Beispiel Instagram. Dort nennen wir uns KMP Lifestyle und können uns natürlich gerne folgen. Wir sind da sehr, sehr froh, euch mit euch unsere Posts zu teilen, unsere Ideen und ja, damit ihr auch so einen kleinen Blick vielleicht hinter die Kulissen in Anführungsstrichen bekommt, wer wir eigentlich sind. Und da würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn auch du ein Teil unserer nachhaltigen Serie werden kannst. Genau. Ja, so was ich dann noch einfach abschließend dazu sagen kann, wir entwickeln in Deutschland, das ist sicherlich ganz wichtig. Ja, man sieht sehr, sehr viele Produkte aus Fernost, die manchmal nicht so unbedingt kundengerecht hergestellt werden. Und ich bin selber seit 2,5 Jahren bei der KMP und was ich so wiedergeben kann, wir sind eine große Familie. Es ist in der Tat ein Familienunternehmen und man hat hier sehr, sehr schnell, dass man sich einlebt, dass man sich wohlfühlt und auch die soziale Komponente in diesem Unternehmen ganz groß geschrieben wird. Das auf jeden Fall. Das heißt, er sucht auch Mitarbeiter? Ja, es ist in der Tat so. Also es gibt immer wieder Stellenausschreibungen, wir wachsen, wir verbessern uns in all diesen Dingen und das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Abteilung dementsprechend mit Leben gefüllt wird und wächst. Genau so ist es. Sehr schön. Dann danke ich euch beiden für die wirklich umfangreichen Informationen dazu, wie man eigentlich Smartphone- und iPad-Hüllen ein bisschen grüner bekommt, ein ganz Stück grüner sogar bekommt. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, wir sagen auch Danke. Ja, an meiner Stelle auch Dankeschön, dass wir hier sein durften und alles Gute. Vielen Dank an Julia und André. Die allermeisten neuen thematisch passenden Produkte von KMP findet ihr dann so oder so in den Hardware-Kurztests in der gedruckten MacLive oder auch auf MacLive.de. Genau. Was wir jetzt auch gerade auf MacLive.de hatten und auch schon länger diskutiert haben und in diesem Podcast und im Magazin auch schon mehrfach und über Jahre tatsächlich, ist Apple Pay. Ja. Und da tut sich jetzt was. Ja, etwas, was ich. Außer bei deiner Bank. Ja. Es ist so lustig. Na, jetzt auch, also im Nachbarland sind die doch fleißig. Ja, im Nachbarland sind die fleißig. Spanien, Holland und Niederlande, nicht Holland. Einschläge kommen näher. Du bist bei der Basketballbank, ne? Ich bin bei der Dirk Nowitzki Bank. Oh, das wäre viel besser, wenn sie so heißen würde. Meine Dirk Nowitzki Bank, die sich als Direktbank und digital und nur noch online und so seit Jahren auf die Fahne schreibt und bisher, finde ich, auch sehr gut umgesetzt hat. Also ich bin mit keiner Banking-App bei iOS so zufrieden wie mit der bisher und so und es kommen auch direkt Push-Nachrichten, so wie bei N26 ja auch, wenn irgendwas von meiner Karte sich bewegt, selbst wenn mein Gehalt, also auch ich habe diese Push-Nachrichten auch an, um mal zu sehen, ob mein Gehalt schon da ist. Das ist quasi instant, sofort wenn sich irgendwas im Konto bewegt, kriegt man eine Push-Nachricht und das ist manchmal ganz vorteilhaft und solche Dinge. Die Fotoüberweisung funktioniert erschreckend gut und sowas, also dass man, also man kriegt ja manchmal echt noch per Post so Überweisungsträger und da muss ich dann einfach nur abfotografieren und die App macht das automatisch und so. Aber was sie nicht jahrelang, weil es das so lange in Deutschland nicht gibt, aber was sie lange verschlafen haben und sich dagegen auch mit Händen und Füßen gewehrt haben, war irgendwie Apple und Google Pay. Und dann hieß es irgendwann, ja, mal gucken. Und dann hieß es, ja, wir machen das, aber wir wissen noch nicht wann. Und niemand weiß wann und man äußert sich auch nicht dazu und jetzt ziehen sogar die Sparkassen und Volksbanken, Raiffeisenbanken an der Dirk Nowitzki Bank vorbei, was ich schon fast traurig finde. Ich meine, es ist die Sparkasse und es sind die Volksbanken.
Außerdem haben die ja am Anfang gesagt, nee, auf keinen Fall. Richtig. Die haben ganz klar gesagt, machen wir nicht, wir haben eine eigene Lösung. Unsere App ist viel besser. Und wollten ein paar die Apple ja noch juristisch dazu zwingen, die genau. NFC-Schnittstelle freizugeben. Richtig. Ja, gib das NFC frei. Genau. Die hätten tatsächlich so einen Ströbele-Typen gebraucht. Ich glaube ja. Also wie, gib das Hand frei. Genau. Gib den Funk frei. Wäre eine lustige Werbeformel gewesen. Nee, die gute alte Sparkasse und die Volksbanken tatsächlich werden Apple Pay anbieten. Auch da ist noch kein ganz genauer Termin genannt. Aber noch dieses Jahr, ja. Und das hatte ich auch, also nachdem die Sparkassen ja nun sehr, oder vielmehr der, wie heißt der deutsche Sparkassen-Giro-Verband oder irgendwie sowas? Ja, genau. Als Dachorganisation ja sehr gegen Apple Pay geschossen hat und jetzt an einer Pressemitteilung, die ihnen wahrscheinlich auch von Apple diktiert worden sein wird, von einer einfach sicheren und vertraulichen Zahlungsweise sprechen. Aber das wissen wir auch schon aus Gesprächen mit anderen Banken, die bei Apple Pay dabei sind, dass Apple da die Daumenschrauben extrem anzieht und das auch alles orchestriert und Apple auch dafür gesorgt hat, dass jetzt nicht die Sparkasse alleine die News, die Nachrichten dazu gehören, sondern dass Apple hat das parallel veröffentlicht mit, keine Ahnung, irgendwelchen Banken in Litauen, Lettland, Ungarn oder so. Ja, ja. Also Apple kommuniziert das dann schon in Tranchen und die Banken haben sich dazu fügen. Das scheint Apple ein hartes Regiment zu führen. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum die Sparkasse am Anfang erst Nein gesagt hat. Also was ich ihnen ja auch einigermaßen hoch anrechne, dass sie sich hinstellen und sagen, Apple kann sich da ruhig aufführen, alles lassen wir nicht mit uns machen. Und ich glaube, jetzt wird man sich so auf einem Mittelweg dann auch getroffen haben, was das betrifft. Ich hoffe, dass die Sparkasse nicht einfach komplett eingeknickt ist. Irgendwie arbeitet man ja, also sie sagen ja auch so schön, erstmal nicht mit Girokarte. Ich fürchte aber, dass dieses erstmal generell nicht mit Girokarte heißt. Was ist denn, es gibt ja eine Möglichkeit, da kennst du dich auch ein bisschen besser aus, wenn man jetzt bei der Sparkasse keine Kreditkarte hat, was ja sehr wahrscheinlich ist, weil nicht viele Sparkassenkunden Kreditkarten nutzen, weil die ja meistens allgemein Menschen in Deutschland. Ja, weil die auch meistens Geld kosten, so ja. Kreditkarten. Es gibt aber inzwischen eine Möglichkeit, die einige Banken machen und die unter Umständen auch die Sparkasse anbieten wird. Wie funktioniert denn das? Es gibt erstmal den Punkt der Girokarte an sich, die schon damals, als sie konzipiert worden ist, eigentlich völlig an der Realität vorbeigedacht worden ist. Und in dem Glauben von, ach, dieses Digital, das geht alles wieder weg. Ja. Deswegen hat sie halt viele Funktionen, die so Kreditkarten haben, haben Girokarten nicht und sind deswegen auch nicht einfach so nutzbar. Unter anderem ist einer der ausschlaggebenden Punkte, dass ich mit der Kreditkarte immer zahlen kann und auch offline zahlen kann. Während bei Girokarten ja immer erstmal online nachgefragt werden muss nach Autorisierung. Ja, genau. Letztlich sogar beides. Ja. Und ja auch der Betrag gleich mit angefragt wird. Das ist bei Kreditkarten nicht so der Fall. Das killt ein Feature, was das iPhone hat, nämlich dass auch wenn der Akku im iPhone quasi leer ist und das iPhone gar nicht mehr startet, funktioniert der NFC-Chip da drin. Und ich kann damit weiter mit der Kreditkarte bezahlen. Das ist wohl auch ein Punkt, der mit der Girokarte so nicht funktioniert. Was andere Banken machen, namentlich ist es, ich glaube bisher ist es eine Deutsche Bank, die stellen Kunden, die Apple Pay nutzen möchten, aber keine Kreditkarte haben, eine virtuelle Kreditkarte aus. Ja. Mit der kann man sonst auch nicht viel machen. Also ja, es ist eine echte Kreditkarte, ich kann auch diese Daten in irgendein Online-Formular eintragen. Genau, mit Nummer und Prüfnummer und so weiter und so fort. Aber ich kriege keine Plastikkarte zugeschickt und wenn ich nicht will, sehe ich diese Kreditkarte auch nie wieder, nachdem ich die einmal da in meinem Konto hinterlegt habe. Ich gehe davon aus, dass die Sparkasse das auch machen wird. Ich denke aus dem Grund, den du genannt hast. Menschen haben einfach keine Kreditkarten in Deutschland, nach wie vor nicht. Ja. Bei der Sparkasse schätze ich auch, dass die Quote noch geringer ist. Ja. Zum einen wegen der unterstellten Altersstruktur. Ja, also sonst wären wir ja bei der Dirk Nowitzki Bank oder bei der N26 oder irgendwie so. Ja. Genau. Und weil sie halt was kostet. Ich nenne die jetzt nur noch so, selbst wenn ich mit denen telefoniere. Sprech mit Dirk Nowitzki. Genau, ich hätte gern Herrn Nowitzki gesprochen. Ich denke, die Sparkasse wird es genauso handhaben, dass die dir hintenrum in der Sparkassen-Banking-App dir da so eine Kreditkarte erstellen. Ja. Ich müsste mal gucken, wie schnell das inzwischen bei der Deutschen Bank geht. Als sie angefangen haben, war das, ich glaube, bis zu 36 Stunden oder so. Sondern mit dem Ziel angetreten, dass sie innerhalb von wenigen Minuten lösen wollten. Selbst 36 Stunden würde ich ja noch mit leben können, wenn die Sparkasse das irgendwie so, ne? Also
Das ist ja ungefähr so die Durchschnittsdauer einer Überweisung bei der Sparkasse. Gibt es da nicht ein Gesetz inzwischen? Ja, es gibt ein Gesetz, dass das nicht mehr so lange dauern darf. Aber das es ist auch wahrscheinlich völlig Klischee, es stimmt wahrscheinlich auch gar nicht mehr, aber. Auf einfach das bei allen Banken. Ja. So, das ist tatsächlich nicht nur Sparkasse. Nein, nein. Also ich finde auch ehrlicherweise, dass auch wenn die Sparkasse sich da sehr geziert hat, Häme ist da völlig fehl am Platz. Ich finde es gut, dass die das jetzt irgendwie einfach machen. Ja, ja. Ich finde das auch noch rechtzeitig, weil wenn ich einfach das, was du auch sagst, die ganzen tollen Direktbanken und so sind auch allerdings noch nicht an Bord. Das wird tendenziell nicht an Apple scheitern, die wir Interesse daran haben, alle an Bord zu bekommen. Ja. Ja, und es freut mich auch, dass jetzt dann doch, ich glaube, einer breiteren Masse der Zugang zu Apple Pay gegeben wird, weil wenn ich mal so gucke, was im Supermarkt für Karten gezückt werden, sind das Sparkassen- und Volksbankenkarten. Da hauptsächlich, also so fancy Direktbanken und so, gibt es gar nicht so viele Kunden, glaube ich. Die überleben ja auch nur, weil die nicht irgendwelche Filialen noch betreiben müssen. Sonst wären die ja auch schon pleite bei der relativ geringen Kundenzahl, glaube ich. Das sind jetzt natürlich alles keine gesicherten Zahlen, die ich hier habe. Aber so rein von der Beobachtung her und auch im Freundeskreis, viele sind da tatsächlich noch bei Sparkassen und so. Ich habe hier einen Artikel, der ist zwar schon ein bisschen älter gerade gefunden, in der Live-Recherche von der Frankfurter Allgemein, dass es darum geht, dass der alte Slogan von den Sparkassen, wenn es um Geld geht, Sparkasse, durchaus Berechtigung hat. Der ist hier, wenn ich es richtig sehe, ist der von 2010, der Artikel. Und da wird behauptet, dass die Sparkassen in Deutschland 50 Millionen Kunden haben. Keine Ahnung, ob es dann irgendwie Kunden oder Konten sind. Es gibt auch Menschen, die mehrere Konten haben. Aber so oder so nahe, mindestens dann ja nahe der 50%-Marke der Bevölkerung, die bei den Sparkassen dann da irgendwie ein Konto haben. Ich habe hier einen Marktanteil von Direktbanken 2014, ist die aktuellste Zahl, die ich gerade spontan gefunden habe, 11,5%. So. Also ich denke, dass die Sparkassen eine etwas größere Prozentzahl haben werden. Ja. Ja. Ist wahrscheinlich auch ein Markt, wo einem kleine Marktanteile reichen, ja, um davon leben zu können. Ein bisschen wie bei der Suche, das war so Online-Suche, das war damals ja, als Bing von Microsoft aufkam. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der Typ hieß, der für Bing zuständig war, aber wo sich auch Menschen darüber lustig gemacht haben, dass die eben seit 3 Jahren am Markt sind, aber irgendwie 3% haben. Und der sinngemäß gesagt hat, naja, so von 2% können wir hier alle Menschen, die hier arbeiten, bezahlen. Und ab 3% trinken wir immer Champagner. Ja, genau. Das ist der Markt halt groß genug. Was mir noch bei dem, als ich Sparkasse und Apple Pay hörte, so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, klischee-mäßig sind die Kunden bei der Sparkasse durchaus auch mal älter. Ja. So, und ich glaube, wenn zumindest die Hürde der Ersteinrichtung genommen ist, also es gibt ja durchaus Leute, die sagen, oh, dieses Kartenzahlung und hier und hot und mir ist das alles zu kompliziert und ich habe da auch ein bisschen Sorge mit, die werden jetzt nicht plötzlich zu Apple Pay wechseln, aber wenn ich so an meine Großeltern denke, also wenn ich meinem Opa das eingerichtet hätte, ich glaube, er hätte es genutzt statt Kartenzahlung, weil es doch nochmal schneller und einfacher ist, so. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das doch auch so dieses digitale Bezahlen für ein paar Leute dann auch näher bringt, unter Umständen. Stellt sich heraus, wir liegen völlig daneben. Tun wir. Mhm. Ja, guck. Ich habe eine Statistik von 2018. Na, aktuelle Zahlen. Und zwar, wie sich so das Alter, die Altersstruktur der Sparkassenkunden. Ja, ja. Und zwar gegenübergestellt zur Bevölkerung. Heißt zum Beispiel 14% der in Deutschland lebenden Menschen sind im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Ja. Der Marktanteil der Sparkasse in diesem Bereich sind 14,1%. Okay. Im Bereich von 30 bis 39 Jahren sind 14% der Deutschen. Die Sparkasse hat 13% ihrer Kunden da. Huh. Im Alterssegment 40 bis 49 Jahre gibt es 16% der Deutschen. Die Sparkasse hat da 15,5% ihrer Kunden. Im Alterssegment, wir sind doch gleich durch, 50 bis 59 Jahre, da tummeln sich 18% der Deutschen, 18,2%, die Sparkasse hat dort 17,8% ihrer Kunden. Im Alterssegment 60 bis 69 Jahre tummeln sich 13,4% der Deutschen, also Anteil an der Bevölkerung, und die Sparkasse hat dort 13,4% ihrer Kunden. Nicht schlecht. Das Einzige, wo es ein mini bisschen kippt, ist 70 Jahre und älter. 17,3% der Deutschen sind 70 Jahre oder älter und die Sparkasse hat da 19% ihrer Kunden.
Tatsächlich ist die Sparkasse einfach auf dem Schnitt. Die Sparkasse ist älter als die Bevölkerung im Schnitt. Ja. Die Sparkassenkunden sind im Schnitt ein bisschen älter als die Bevölkerung. So. Ja, aber minimal. Minimal. Und teilweise, ja, teilweise halt auch nicht sogar. Ja, also gut, dann breite Masse. Krass gehört. Ja. Ja. Wie gut wir vorbereitet sind. Ja. Ja, aber umso schöner. Also wie gesagt, ich freue mich eher darüber, dass Sparkasse und Volksbanken jetzt dabei, ja, hoffentlich dann bald mal dabei sind, aber bis zum Jahresende, das geht ja auch schnell. So. Und vielleicht darf ich dann ja auch irgendwann mal mit Apple Pay bezahlen. Ja. Wir werden es sehen. Es ist auch nach wie vor eine große Freude. Also tatsächlich, nach wie vor sind auch Menschen irritiert. Immer das, noch. Das wiederum irritiert mich, nachdem es ist einfach auch, das ist ja schon mal jetzt 7 Monate. Ja. 7 Monate in Deutschland. Ja. Hast du schon wieder mit Filialleitern reden müssen? Das lasse ich länger nicht mehr. Okay. Aber mit Kassierern und Kassiererinnen. Ah, die sind immer noch irritiert, ja. Ja. Na, ich habe auch ehrlich gesagt niemanden live das bisher nutzen sehen. So. Also wenn ich irgendwo im Supermarkt bin, ja. Niemanden, der, sein Smartphone, auch nicht mit Google Pay oder irgendwas. Nee, mit der Uhr sehe ich auch extrem selten. Smartphone ja. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Echt? Okay. Wohnen hier halt auch auf dem Dorf, ne? Ja, das stimmt. Das dürfte auch das Problem sein, ne? Das ist aber in Hamburg auch nicht anders. Also wo ich jetzt in letzter Zeit ja häufiger mal unterwegs bin. Werde im September in Berlin mal drauf achten. Ich werde nicht auf das Messegelände gehen, sondern mich nur durch Berliner hippe Kneipen bewegen. Nur um zu recherchieren, ob die mit Apple Pay bezahlen. Ja. Wahrscheinlich, das ist auch eine Stadt, wo da in der Richtung was passieren wird. Aber Hamburg, also ich bin jedes Mal wieder schockiert, wie viel Läden, auch Gastronomien in Hamburg ausschließlich Bargeld akzeptieren. Naja, der Hanseat an sich und so. Nein, Hamburg, erstmal Berlin ist ja 3 Jahre vor Hamburg. Das dauert also alles ein bisschen, bis das in Hamburg ankommt und so. Also es ist ja auch modetechnisch, ne? Und hippe Trends und so. Also Bubble Tea war ja Jahre, als es in Berlin schon wieder out war, gab es in Hamburg Bubble Tea Läden und solche Sachen. Ja. Gibt's jetzt, wahrscheinlich schwappt die Welle gerade hierher. Nein, Bubble Tea, Kiel war vorne mit dabei mit Bubble Tea. Jetzt sind die auch schon wieder alle weg. Ja, zum Glück. Was für ein Schwachsinn. Ich hab's verpasst. Hast Bubble Tea verpasst. Ja, ich hab in meinem Leben kein Bubble Tea getrunken. Ihr habt nichts verpasst, um ehrlich zu sein. Es ist einfach, ja. Ja, war eine geile Zeit. Eine große Blase. Das ist wie der damals der Bubble Tea. Wie der Fidget Spinner. Aber das waren doch nur so Zuckerkugeln in Tee drin, oder? Ja. Oder kommt das irgendwas? Nee, das war Zuckerkugeln in Tee. Also halt so weiche Zuckerkugeln, weil halt so auf Molekularküchenartig gemacht, weißt du? Also die waren ja nicht hart, diese Bubbles. Das war nochmal Fruchtsaft, Zuckerfruchtsaft in Bubbleform in Tee, in Eistee. Ich brauche einen anderen Job. Ich brauche irgendwas, wo man den Leuten einfaches Geld ausziehen kann. Das hier mit dieser ehrlichen Arbeit, das lohnt alles nicht. Ja, und Journalismus und so, nee. Also wenn ihr so eine Idee wie Bubble Tea habt und noch Mitarbeiter braucht, die sich in die Läden stellen, der Schack ist dabei. Alles, ja, alles. Alles, wo ich reich werden kann. Ah ja, okay, gut. Da bin ich gewissermaßen billig. Damit du noch mehr mit Apple Pay bezahlen kannst. Genau. Ja. Ja, genau. Das wäre Bedingung. Ich würde nur in einem Laden anfangen, in dem man Apple Pay zahlen kann, vor allem. Alles andere wäre unangenehm. Ich muss auch ehrlich gestehen, also wir hatten ja, haben wir das noch da, dieses Terminal-Ding? Ja. Wie viel kostet das im Einkauf? Eizettel, genau. Oh, ich glaube, das Terminal-Ding selbst hat irgendwie 70 € gekostet oder so. Genau. Und dann zahlt man 2,9% zahlt man an Eizettel. Ich als Geschäfteinhaber, wenn ich jetzt ein Geschäft aufmachen würde, ich glaube, ich würde mit so einem Eizettel-Ding und alles anbieten. So einfach nur, damit man es hat und damit die Leute auch alles haben können und zahlen können. Also ich glaube, wenn die Leute zu dir kommen und wollen Geld da lassen, dann muss man ihnen auch zu sagen, nee, ja, geht leider nicht. Ich nehme das Geld nicht. Das ist irgendwie doof. Ja. Ich bin gestern bin ich am Einkauf gescheitert. Und zwar auf dem Weg ins Büro habe ich Getränke gekauft, wollte ich Getränke kaufen und war hier in einem lokalen Supermarkt und habe Pfand abgegeben und hätte für die Getränke, die ich da kaufen wollte, 20 Cent noch zahlen müssen. Mhm. Ich hatte einfach kein Bargeld, gar nichts. Nicht mal 20 Cent. Ja. Und habe ihm die Karte hingehalten und er guckte schon irritiert und tippte das da irgendwie auf sein Gerät ein und das Gerät sagte, das ist nicht. Zu 20 Cent ist irgendwie okay. Nicht. 20 Cent wollte er nicht. Was in Deutschland durchaus machbar ist, Penny ist so ein Laden, da habe ich schon immer auch Centbeträge mit Karte zahlen können. Aber egal, da jedenfalls nicht. Steht da nicht sogar dran, auch kleine Beträge gerne mit Karte irgendwo oder bei Lidl? Also es gibt durchaus Discounter, die das genauso. Ja. So.
Naja, jedenfalls bin ich dann, mein aktuelles Hauptkonto ist bei der Comdirect Bank, das ist ein Teil des Cashpools und in diesem Supermarkt steht auch ein Automat der Postbank. Der war defekt. Also bin ich, also der nette Kassierer hat das dann studiert, hat die Flaschen da bei sich stehen lassen, weil ich dann nun gleich wieder käme. In dem Supermarkt ist auch ein Postschalter, also eine Postfiliale. Er hat mich dann eine Viertelstunde angeklingelt. Tatsächlich gibt es da auch eine Klingel, ja. Er hat gesagt, ich brauche Geld. Tatsächlich habe ich eine Viertelstunde angestanden. Und die nette Dame zu fragen, ob ich hier auch Bargeld abheben könnte. Und er sagte, ja, das wäre, sie sagte, ja, das wäre kein Problem, ich halte hier diese Comdirect-Karte hin. Sie sagt, nee, also, das ist Postbank. Das ist Postbank. Ja. Aber das ist doch alles, diese ganze Cashpool-Quatsch, Gedöns irgendwie. Also ich kann das ja gerne probieren, das wird nicht funktionieren. Zieht die Karte durch und das Gerät sagt, nein. Computer sagt, nein. Also okay, kann ich das mit der Kreditkarte machen? Irgendwie auch notfalls diese 5 Euro Strafgebühr. Kriege ich 20 Cent. Kriege ich irgendwie dieses Bargeld. So. Dem war aber auch nicht so. Und dann bin ich natürlich... Ich hätte ja 20 Cent geschenkt, muss ich gestehen. Ja, ich als Postmitarbeiter. Denke auch die ganze Zeit, also wäre ich hinter dir gestanden, hätte ich dir einfach die 20 Cent gegeben. Hier, gesagt, Junge, Mann, kommen Sie. Also, wir haben da auch wirklich hart diskutiert. Das kann ja nicht wahr sein. Ich bin hier in diesem Laden, hier gibt es irgendwie einen Automaten, der ist kaputt und euer Ding geht auch irgendwie nicht und der andere Laden will nur Bargeld. Was soll ich hier machen? Und bin dann, aber dann, weil es auf dieses Gerät das einfach nicht hergab, der konnte jetzt auch nichts dran ändern, zurück in diesen Getränkemarkt da gelaufen und hab dann gesagt, so, du, ich hab alles versucht. Ich war ja in diesem Automaten, ich war in diesem Postschalter, es gibt hier kein Bargeld. Und wenn du nur Bargeld kannst mit deinem Gerät, dann werden wir keine Freunde mehr. Und hat er mir die beiden Getränkeflaschen in die Hand gedrückt und hat gesagt, ach, das sind 20 Cent. Oh, das war ein gutes Ende. Ein ja. gutes Ende, sehr nett. Ja, Zahlung ja. in Deutschland, das ist nach ja. vor. Schön. Ja, also Apple Pay wird uns weiter beschäftigen. Ja. Ich vielleicht ja dann auch noch dieses Jahr. Ich werde dann auch berichten, wenn ich dann bei mir in Kiel ein bisschen einkaufen werde. Mal gucken, was mein Supermarkt dazu sagt. Wahrscheinlich ist das für die. Die haben doch gerade umgebaut. Die sind ja, für die ist das völlig normal. Jetzt. Die sind doch jetzt ja. up to date. Ich habe in Altenholz ein Dorf, was auch nicht dafür bekannt ist, dass dort nur junge Menschen leben. gibt es auch einen neuen. Ist schon im Namen drin, ne? Quasi. Altenholz. Ja. Also der Edeka-Markt hat sich da irgendwie einmal rund erneuert. Und die haben, das finde ich ganz charmant, die Kassiererinnen und Kassierer nehmen kein Bargeld mehr. Da hängt so ein Terminal und du kannst mit Karte Geschichte. Zahlen. Ja, ja, und wenn du das ja, ja. nicht willst, dann weisen sie dich darauf hin, gucken, da unten muss blau blinken. Da kannst du irgendwie diesen Papier und Kupferscheiß reinwerfen. Und da, wo es dann grün blinkt, fällt irgendwie dein Rückgeld raus. Viel Erfolg. Das habe ich bei mir jetzt im Baumarkt. Das finde ich aber auch ein bisschen komisch. Das ja. wirkt für mich so, als würde der Laden seinen Kassierer nicht trauen. Also ich muss gestehen, ich habe ja mal an der Kasse und gesessen und so und nach dem ganzen Tag Bargeld in der Hand. Es ist nicht schön, wie die Finger danach aussehen und riechen. Also ich würde mich als Kassierer auch freuen, diesen Geplimper und Geklacker ja, und so nicht mehr. Wofür sitzt du denn, um die Waren darüber zu ziehen? Um die Waren drüber zu ziehen, um zu bestätigen, dass der Kunde so, also ne, und Kartenzahlungen entgegenzunehmen und solche Sachen und freundlich sein, dafür sitzt du da. Zu freundlich sein. Das musst du auch nochmal einigen erzählen. Du, ich wünsche mir immer noch, dass ich dieses mit aufs Band legen und so, ne, das nervt mich am meisten beim Einkaufen. Ja. Ich will einfach alles in den Wagen werfen. Du möchtest wie diese Amazon. Und will da durchgehen ja. und will rausgehen. Wie die Amazon-Supermärkte, und ne? Und am liebsten möchte ich den Wagen auch, also behalten? Das soll auch, ja genau. Ich will den dann einfach an mein Fahrrad hängen oder direkt ins Auto schieben und nicht noch lange rum, weißt du? Dieses Rumpacken, das dauert alles ewig. Da wäre ich zu einem Kompromiss bereit. Ich habe lange Zeit habe ich hier in Kiel den Rewe-Lieferservice bemüht. Das habe ich irgendwann eingestellt, als ich gesehen habe, dass man das nur noch, ich glaube, 10 Tage im Voraus tun konnte. Oh, okay. Weil ja nämlich der lokale Rewe den Dienst, die da eingestellt hat. Und deswegen ein Rewe-Markt aus Hamburg nach Kiel geliefert hat. Ach du Scheiße. Und entweder wollte ich 10 Tage im Voraus. So spontan warst du nicht, ne? Nee, das ging alles irgendwie nicht. Und die Ökobilanz ist ja auch prickeln, wenn da jemand aus Hamburg anrollt. Aber was ich so als Kompromiss gerne hätte, ist, ich hasse Einkaufen. Ich hasse es wirklich, wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen. Ich habe nichts dagegen, mich abends auf dem Sofa hinzusetzen und das irgendwie in der Rewe oder Edeka, das finde ich, in der App zusammenzuklicken, was ich haben will und sagen, weißt du was, morgen zwischen 9 und 9.30 Uhr bin ich da, jetzt wird der Wagen fertig gepackt, da steht. Ja, und dann holst du ihn ab. Nach Hause kannst du doch machen.
Wo ja, dann? Beschlemmerfreund. Ach echt? Ja, ich glaube, die machen sowas. Ha. Haben die auch einen Kühlraum? Also, dass ich da auch meine 99 Cent Tiefkühlpizza habe? Die packen das bestimmt erst um 9 Uhr. Wann wolltest du das abholen? 9:30 Uhr. Ja, dann 9:15 Uhr ist das fertig gepackt. Aber die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Die haben bestimmt so Kühltaschen. Wie war das beim Postillon gestern? Ärgerlich, Pizza schon beim Nachhauseweg verbrannt. Wegen der Hitze. Ja, genau. Gut, es wird albern. Ja, ja, das war gut. So wie sie es gehört. Ja, tatsächlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst bestimmt wieder, wenn es was Neues zu erzählen gibt. In der Zwischenzeit gibt es in diesem Feed sicherlich noch die eine oder andere Episode von den MacLife Tech Tipps. Ja. Bisher haben wir da ausschließlich positives Feedback zu bekommen, was jetzt heißen muss. Auch da könnt ihr euch gerne bei uns melden. Vor allen Dingen mit Fragen, ne? Vor allem mit Fragen. Ja, ja. Wenn es irgendwas bei euch gibt, was auch beantwortbar ist. Also. Ja, und das ist auch gerne in Audioformat. Also wir aktuell lesen wir die Fragen vor. Das ist auch irgendwie nett, aber vielleicht wäre es ein bisschen dynamischer, wenn. Ja, wenn die Leute sich bei uns melden, telefonisch. Genau. Ja. Nummer ist inzwischen ja bekannt. Sollen wir mal, jetzt kommen wir gerade in dem Moment eine Idee und wir machen das hier live on tape, irgendwie mal über Sprachnachrichten nachdenken und solche Späße? Das wäre vielleicht einfacher noch für die Leute, oder? Wir gehen da mal hin. Das gehen wir mal mit der IT. Ich wollte gerade böse sagen, die hören ja eh nicht zu. Da wird das nie was. Brauchen ein Special Smartphone, was in der Ecke steht und den Sprachnachrichten entgegennimmt? Ja, geht das nicht mit WhatsApp? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken das mal. Wir gehen da mal in uns. Ja. Das wäre natürlich noch einfacher dann. Ja. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das ist draußen, ne? Wenn ich jetzt so atme. Oder soll ich das weiter wegmachen einfach? Weil dann müsste ich lauter gemacht werden, ne? Naja, aber besser lauter machen, als atmen wegzunehmen, oder? Ja. So atmest du ja normalerweise nicht. Naja, könnte schon passieren, dass ich mir hart ausatme. Tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte von Schleifenquadrat haben wir quasi Breaking News. Wir haben den Podcast an sich mehr oder weniger gerade zu Ende aufgenommen. Ich wollte gerade sagen, das ist der Punkt. Also Breaking News haben wir ja eigentlich immer. Ausschließlich sogar. Ausschließlich, genau. Was jetzt besonders ist, dass die Ereignisse sich überschlagen haben, nachdem wir mit der Aufzeichnung durch waren. Genau. Einmal mehr hat sich Apple nicht an unseren Kalender gehalten, an unseren Terminplan. Das wird inzwischen zur Regel. Ja. Naja, nicht nur, dass sich nicht an unseren Terminkalender gehalten wird, den wir ja gerne zur Verfügung stellen, dieser Firma, wenn sie wollen würde, sondern auch, dass Dinge einfach so überraschend passieren. Ja. Ja. Was jetzt passiert ist, ist, nachdem wir quasi den Aufnahmeknopf losgelassen haben und Sven schon entschwunden ist, gab es noch eine Pressemitteilung von Apple, dass Johnny Ive Apple verlässt, auf Raten. Ja, ja. Eigentlich irgendwie auch so gar nicht. er hat keinen Bock mehr, dass Apple auf dem Arbeitsvertrag steht. Ich glaube, das ist so der große Punkt. Nein, aber wieso irgendwie nur so halb? Weil er sich nämlich mit einer eigenen Firma selbstständig macht und der größte, erste, beste Kunde wird Apple sein. Hat die Firma eigentlich einen Namen? Nee, ne? Ich glaube noch nicht. Wahrscheinlich ist er noch gar nicht so weit. Johnny Ive Industries 2000. Ich weiß auch nicht, wann das, also steht in der Pressemitteilung drin, ab wann das gilt? Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Nee, also ich glaube, das wird so ein ganz fließender Übergang werden. Genau, das ist aber auch das Gute daran, das ist anders als, ich meine klar, auch eine völlig andere Situation, anders als bei Jobs, der dann einfach irgendwann tot war und von jetzt auf nur Dinge passieren mussten. Ja. Ist das, glaube ich, der deutlich entspanntere Übergang für alle, vor allem für alle Außenstehende, weil ich nehme nicht an, dass Johnny Ive gestern zu Tim Cook gegangen ist und gesagt hat, du, Timmy, geh nicht mehr, nee. Aber morgen bin ich weg. Genau. Das werden die auch schon irgendwie geplant haben. Ja. Was man gefühlt auch, also mich hat diese Meldung nur 3 Sekunden überrascht. Zum einen hatten wir, glaube ich, schon bei den vergangenen Keynotes immer mal wieder uns gefragt, wo ist
Ja. Johnny eigentlich. So. Der war noch so Off-Sprecher. Ja, der war maximal Off-Sprecher. Er war in der ersten Reihe natürlich vertreten, indem er unten im Publikum saß. Was ja, die erste Reihe ist ja für die Chefriege von Apple so quasi vorgesehen. Da saß er natürlich, hat auch artig applaudiert. Und das Maximalste, was dann noch zu sehen war, war, wie er mit Tim Cook vor Geräten stand und die da drauf gezeigt haben. So dieses übliche Pressebild. Und ich stelle Blankoschecks aus, um diese Gespräche hören zu können. Ja. Was sagt Johnny Ive, Tim Cook, während sie vor so einem Mac stehen, die beiden schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren sogar kennen, der neue Mac Pro, also und erklärt ihm da irgendwie Dinge. Ich denke, dass Design, Tim, das sind besonders runde Löcher. Das Design wird ja mindestens eigentlich eher schon Jahre voraus feststehen müssen, nehme ich mal stark an. Ja. Ja, und die zweite Geschichte, die mich nicht so überrascht hat, also ich muss gestehen, dass mir das iPhone-Design schon seit ein, zwei Generationen nicht mehr wirklich zusagt. So. Ich finde das MacBook mit der seit 2016 mit der neuen Generation, das MacBook Pro und jetzt auch das MacBook Air, sind schöne Geräte. Aber so die, ja, auch der Mac Pro, irgendwie finde ich ihn interessant und er sieht ja eigentlich auch hauptsächlich so aus, weil er so aussehen muss, damit die Kühlleistung irgendwie gegeben ist, und er ähnelt trotzdem immer noch dem alten Mac Pro mit diesem Alu-Gehäuse damals. Ein Tragegriffen. Genau, aber ich finde ihn auch nicht unendlich schön, muss ich einfach sagen, so. Und gefühlt ist das iPhone-Design, klar, es ist ein kleines, dünnes Gerät, wo willst du damit hin, was willst du machen? Aber ich finde, dafür ist halt ein Designer da. Zum iPad. Das ist meine Vorstellung. Wieder eckig. Ja. Ich hätte gerne, wenn man sich das, also nicht das iPad, sondern das iPad Pro, wenn man sich die aktuelle iPad Pro-Generation anguckt, ein iPhone so, das finde ich geil. Ja. Und das mag natürlich alles überhaupt nicht stimmen und ist auch völlig aus der Luft gegriffen, aber ich hatte das Gefühl, dass Johnny seit einer Weile nicht mehr so richtig mega bei der Sache war und riesig Freude daran hatte. So. Ich meine, wie 30 Jahre waren das? Genau. Johnny Ive lässt sich zitieren in der Pressemitteilung mit: Nach fast 30 Jahren und unzähligen Projekten bin ich am meisten auf die nachhaltige Arbeit stolz, die wir mit dem Aufbau des Designteams, der Einführung von Prozessen und der Etablierung einer Kultur bei Apple geleistet haben, die ihresgleichen sucht. Das Team heute ist stärker, lebendiger und talentierter als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte von Apple, sagt Ive. Das Team wird sich unter der Hervorleitung von Evans, gemeint ist Evans Hanke, der der neue Leiter des Design-Teams ist, unter Leitung von Evans, Alan und Jeff, die zu meinen engsten Mitarbeitern gehörten, sicherlich weiterentwickeln. Ich habe größtes Vertrauen in meine Designkollegen bei Apple, die meine engsten Freunde bleiben, und ich freue mich auf die zukünftige langjährige Zusammenarbeit mit ihnen. Ja, also die sind ja wohl auch schon eine ganze Weile auf Führungspositionen geführt worden und dazu trainiert worden, den Laden mal zu übernehmen. So. Liest sich aber auch eher so wie das, was du vorhin schon gesagt hast. Eigentlich liest sich das so ein bisschen wie Johnny Ive nimmt eine nebenberufliche Tätigkeit auf und macht das auch nochmal irgendwie noch um zwei, drei Tische mehr im Jahr, die er irgendwie designt oder was er noch so nebenbei gemacht hat. Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wenn man 30 Jahre lang nur für eine Firma Designs macht, klar, natürlich machst du verschiedenste Geräte, aber eigentlich machst du halt auch immer nur Hardware-Design. Klar, auch ein bisschen Software. Ich weiß aber nicht, wie sehr er da in diesem Software-Design mit drin ist, muss ich gestehen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass jetzt war das iOS 11 der große, also 7 war ein großer Sprung. Ich glaube nicht, dass jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles seine Designentscheidungen sind. Also Software-Design ist ja auch nochmal was anderes und er ist ja Produktdesigner. Aber wenn du 30 Jahre lang Telefone designst und Computer, ich glaube, dann hast du irgendwann auch mal Bock auf was anderes. Und so ein Apple-Vertrag ist, glaube ich, schon sehr knebelnd im Sinne von, der kann jetzt nicht einfach mal anfangen, den neuen Ferrari zu designen oder sowas. Das denke ich auch, ja. Da wird es Regeln für geben. So. Und deswegen, so hat er eigentlich das Beste aus allen Welten. Er kann weiter, wenn er Lust hat, sich für Technik begeistern und Dinge designen in die Richtung. Also zumindest wird er sagen, hier guck mal, das wäre ein iPhone-Entwurf, den ich so irgendwie hätte. So, er wird, glaube ich, nicht mehr die Entscheidung treffen am Ende, sagen, das ist das. Aber er kann halt auch alles machen, worauf er Bock hat. So. In der Tat, ja. Zahnbürsten, Design, was weiß ich. Es ist natürlich die Frage, wie langweilig so ein Job wird, wenn er, also nach außen wirkt er ja sehr unantastbar. Ja. Und wenn er diese Rolle nach innen auch wirklich hat, also wie auch Tim Cook lässt sich in derselben Pressemitteilung zitieren mit: Johnny ist eine Ikone der Designwelt. Seine Rolle beim Aufschwung von Apple kann nicht genug gewürdigt werden. Vom bahnbrechenden iMac im Jahr 1998 über das iPhone bis hin zu seinen beispiellosen Ambitionen für den Apple Park, in die er in letzter Zeit so viel seiner Energie und Aufmerksamkeit gesteckt hat. Ja.
Ja. Wenn das auch nur halbwegs so, also seine Rolle, seine Stellung innerhalb von Apple nur halbwegs so ist, wie es nach außen wirkt, dann ist es, glaube ich, auch relativ, also ich kann verstehen, dass es ein Job wird, den man dann nochmal irgendwie loswerden möchte. Ja, wenn du so einen Legendenstatus hast, ja. Und wenn dich alle auf so einen Sockel heben, ich glaube, dann wird es auch schwierig. So. Also ich werde auch Menschen nicht mehr so wirklich trauen mit Widerworten. Also genau. Sicherlich die Leute, die da als engste Freunde bezeichnen, das ist sicherlich was anderes. Aber ich glaube, man kommt dann tatsächlich, man droht dann in so eine Situation zu kommen, wo man so einen Haufen Ja-Sager um sich herum hat. Genau, und dann kommt es darauf an, was man für ein Mensch ist. Also es gibt ja Leute, die genau solche Positionen wahrscheinlich suchen, ja. Und das dann auch lieben würden und sich darin laben. Und wenn man aber ein kreativer Kopf ist, der sagt, ich brauche auch so ein bisschen Kontra und brauche auch irgendwie mal, das ist es, ja. Feedback und ich muss mich reiben und das muss in eine Richtung gehen und muss aber auch andere Richtungen aufgezeigt bekommen und so, dann ist das natürlich keine gute Position. Und dann kann man auch verstehen, dass man irgendwann was anderes machen möchte. Ja. So. Ich weiß auch nicht, ob ich 30 Jahre das durchgehalten hätte. Ja, also, das ist ja auch so ein bisschen, was ist so meine magische Grenze immer so war, da bin ich hier zum Glück noch nicht, ist, dass so Gehalt darf nicht zum Schmerzensgeld werden. Genau, ja. So. Und solange das ist so, das ist, glaube ich, eine ganz gute Metrik. Ja, genau. Also wenn man sagt, ja, aber immerhin kriege ich ja gutes Geld dafür, dann wird es schon, ja. Dass man sagen, ja. Hm. Dass es so Tage gibt, wo man so denkt und fühlt, geschenkt. Ja, es so. Darf aber nicht die Hauptzeit sein. Genau, ja. Ja, wie es da so weitergeht, da sagt Tim Cook auch noch was zu. Tim Cook sagt nämlich noch, Apple wird weiterhin von Johnnys Talenten profitieren. Zum einen, indem wir direkt mit ihm zu an exklusiven Projekten arbeiten und zum anderen durch die kontinuierliche Arbeit des brillanten, engagierten Designteams, das er aufgebaut hat. Nach so vielen Jahren enger Zusammenarbeit bin ich glücklich, dass sich unsere Beziehung weiterentwickelt und freue mich, noch lange mit Johnny zusammenzuarbeiten. Ja. Ja. Was man so sagt als Chef, wenn ich denke das auch. Zu einem Mitarbeiter geht, ne? Ja, aber also geht ja auch ganz anders. Ja, klar, natürlich. Also das ist schon... Also im Streit sind sie wahrscheinlich nicht auseinandergegangen. Das denke ich auch, ja. Ja. Er wird wahrscheinlich reinspaziert sein und gesagt haben, hier, das sind meine Gründe. Ja. Ich möchte meinen Vertrag auflösen. So. Ja. Ja. Was noch irgendwie neu ist, ist, dass das Designteam ist nicht mehr Tim Cook unterstellt jetzt, sondern Jeff Williams oder so. Ah, okay. Irgendwas war da auch noch mit. Das steht, glaube ich, nicht in der Pressemitteilung mit drin. Das wäre ja so, also das wäre ja das, wo ich am liebsten mal Mäuschen spielen würde. So was niemand je zu Gesicht bekommen wird, diesen Raum, in den die endgültigen Designentscheidungen getroffen werden. So, ja. Also wo 5 Prototypen vom iPhone liegen und wo man sich überlegt, welcher wird's. So, genau. Das ist, glaube ich, so der ganz Raum, spannender Moment. Der Raum, in dem Olive Steve Jobs stand und gesagt hat, das Weiß vom iPhone 4 ist nicht weiß genug. Richtig, genau. Ja, dieser Raum, genau. Ja. Der ja nun wohl auch sehr hermetisch abgeriegelt ist und keine Fenster und solche Späße. Also vielleicht nicht mal Sauerstoff, man kann ja lange genug drin bleiben. Genau, richtig. Um Fotos machen zu können oder so. Ja, Fotos, wahrscheinlich löst sich jedes iPhone sofort auf, was nicht Prototyp ist, wenn du die Türschwelle übertrittst oder so. Die haben so, weißt du, diese Biohazard-Suits alle an, weil er irgendwie so. Ja. Also diese quietschgelben Dinger. Gift und Säure, Geschwänge der Luftdruck. Ja, genau. Den Raum mal von innen spielen und bei so einem Meeting-Mäuschen, das wäre, glaube ich, es wird nie passieren. Aber. Ja. Ich habe übrigens parallel hier gefunden. Die Leiter des Design-Teams, Evans Hankey, Vice President of Industrial Design, und Alan Dye, Vice President of Human Interface Design, werden an Jeff Williams, der weiterhin Chief Operating Officer, COO von Apple ist, okay. Berichten. Also so ein halbes Studio. Ja, aber es ist dann, ja, keine Ahnung, bedeutet das eigentlich irgendwas? Ich glaube, am Ende hat doch Tim Cook wird doch sowieso immer noch als letzter ein Wort haben, oder nicht? Das auch. Also. Der wird ja auch nicht, der wird nicht gesagt haben, oh, wenn Johnny weg ist, ist das Design mir auch irgendwie egal. Nee, nein, dann kann Jeff das machen. Dann ladet mich auch nicht mehr zu diesen Meetings ein. Ja. Lasst mich auf der Keynote überraschen, was da für ein iPhone vorgestellt wird. Und schick mir eine Slack-Nachricht. Richtig, genau. Schick mir so ein 3D-Model rüber. Wird schon passen, genau. Ja, wird wohl eher nicht passieren, stimmt. Gut, ansonsten, was auch noch parallel passiert ist an bahnbrechenden Neuigkeiten, ja. Naja, vielleicht auch nicht wirklich, ist Apple Music. Ja. Da hat sich nochmal was getan. Da hat, jetzt am Wochenende ist irgendwie Geburtstag von Apple Music. Magische Schallmauer durchbrochen. Der weltweit groß gefeiert wird, der Geburtstag von Apple Music.
Ja, es gibt schulfrei und Feste und Marktplätze werden dekoriert. Kostenfrei U2-Alben. Ja, genau. Die wieder jedem Nutzer zwangsweise aufs Handy geladen werden. Ja. Tatsächlich, also Apple hat auch dazu eine Pressemitteilung rausgehauen und um bekannt zu geben, dass Apple jetzt über 60 Millionen aktive Abonnenten hätte. Da zählen die Leute rein, die zahlende Kunden sind und diejenigen, die noch in der kostenfreien Probephase sind. Das ist irgendwie gar nicht so wenig. Nö. Parallel wird berichtet, dass das stagnierende Zahlen seien, aber meine Güte, 60 Millionen ist auch irgendwie nicht ganz schlimm. Ja, und der erfolgreichste Streamingdienst im Apple-Kosmos. Stimmt, darüber wollten wir noch reden. Ja. Also in der Mitteilung steht drin, im Apple-Ökosystem ist Apple Music der meistgenutzte Streamingdienst. Ja, mein erster Gedanke war das jetzt, warte mal, ist das Verschleierung für alles, also ist das der beste Apple-Streaming-Dienst? Ja. Oder heißt das, alles was in iOS, macOS und so läuft, da ist es der beste? Weil das würde ja heißen, es ist dann auch erfolgreicher als Spotify. Auf Apple-Geräten, ja. Genau, richtig. Und man wollte den Namen nur nicht sagen. So, weil, ja. Und man auch Android wahrscheinlich das auch anders aussieht. Weil deutlich anders. Ich denke, dass es in die Richtung geht. Also es wird nicht der einzige, es ist ja der momentan einzig wirkliche Streaming-Dienst von Apple. Ja. Denn Apple News Plus, was ja auch quasi Magazin-Flat ist, ist ja nicht so wirklich Streaming. Ja. Finde ich persönlich und ja auch außerhalb der USA und Großbritannien nirgendwo verfügbar. Eben. Kanada noch, verzeiht. Und ja, sonst Apple TV Plus warten wir noch drauf. Apple Arcade, diesen Gaming-Streaming-Dienst warten wir auch noch drauf. Also das ist ja alles noch in der Mache. Klar, dass dann Apple Music besser ist. Trotzdem finde ich die Formulierung irgendwie merkwürdig, weil ja. Im Apple-Ökosystem sind wir uns einig, das beschränkt sich nicht auf Apples eigene Dienste, sondern auf Streaming-Dienste, die auf Apples Geräten genutzt werden. Ich glaube auch, ja. Spotify, Amazon Music. Ja, aber ist Apple Music tatsächlich dann erfolgreicher als, sagen wir, Netflix, die auch ein Streaming-Dienst sind? Weil da steht nichts von Musik oder so. Naja, ich glaube, es kommt ganz drauf an. Du musst die Statistik ja so lesen, wie du sie gern hättest. So. Ja. An irgendeinem Punkt, wo der Balken mal besser ist, wird es geben. Ja. So und ja. Aber wenn wir das so auslegen, wie wir das gerade getan haben, bedeutet das ja, dass von allen Menschen, die auf Apple-Geräten einen Musikstreaming-Dienst nutzen, ja, nutzen mehr als 50% Apple Music, weil die Zahlen von, keine Ahnung, Deezer und so sind ja ohnehin vernachlässigbar, die Marktanteile, die die haben. Bei dem Vorteil, den Apple im eigenen Ökosystem nun mal hat, ist das ja nun auch fast nicht verwundert. Also es wäre erschreckend, wenn es anders wäre, ja, finde ich. Weil man ist tief ins System integriert. Jeder, der Apple, der die Musik-App einmal öffnet, kriegt mindestens einmal diese jetzt abonnieren Hinweis, 30 Tage kostenlos ausprobieren am Anfang auch noch und sowas. Also man wird ja regelmäßig mit der Nase drauf gestoßen und ja, diese Vorteile haben andere halt nicht. Und du kannst in dem Ding ein Abo abschließen, ohne dass Apple mit 30% zuschlägt, weil es ja eh alles an sie geht. Ja. Das ist ja der große Kritikpunkt, den Spotify immer noch hat und bei dem Spotify ja kämpft. Aber da sprachen wir ja auch schon drüber. Vermutlich auch verlorenen Posten, ja. Ja, so viel zu den beiden Sachen, die sich heute noch ergeben haben. Breaking News. Ich glaube, nur für Apple Music hätten wir jetzt nicht nochmal neu angefangen. Vielleicht hört ihr ja gleich danach direkt nochmal Breaking News, weil noch was passiert. Ich glaube aber nicht dran. Wir haben, also ja, die Episode, die ihr jetzt hört, die geht von jetzt an, vom Zeit der Aufnahme, gerechnet auch erst einen Tag später online. Da könnte noch was passieren, aber wir gehen davon aus, dass nichts mehr passiert. Ich hoffe nicht. Sonst wird es irgendwann lächerlich. Dann jetzt zum zweiten Mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.